Hallihallo, hallo, alle, Grobi hier. Heute werden wir mal ein bisschen nach Devil's Raw rumfahren. Mit von der Partie ist Dana, unser David und meiner einer. Vielleicht kommt ja irgendwann noch einer dazu. Wir werden mal sehen. Also, wir fangen jetzt mal an. Attacke. Oha, hab ich wieder einen Blitz erwischt. So. TS wieder an. Sound resume. Microphone activated. Da wird man, okay, beigetreten. Ich wollte gerade sagen, wo ist der denn? Ich suche ihn schon in der Zeit. Oh, der wird wohl dann jetzt hier in der Wirtschaft aufwachen. Wo ist denn die Wirtschaft? Auch da hinten. Die Taverne. Ja, warte, ich geh auch mit. Halt! Lass mich nicht. Bevor von dem Blitz wieder den Arsch trifft hier. Ja, ich komm ja schon. Ach, da war so stark. Come-seeking adventure. Der Seelenorden hat mir eine wichtige Aufgabe anvertraut, die Wiederbeschaffung von Diebesgut. Ich weiß, das ist nicht gerade die übliche Beschäftigung für Piraten. Ein paar dieser knorrigen Rabauken haben sich mit mehreren dunklen Relikten auf und davon gemacht. Mächtigen, mystischen Gegenständen. Wer weiß, welche seltsamen Rituale sie damit beilegen wollen. Beigehen, aber nichts verzagen. Ich bin vom Orden mit Informationen zur Reliktjagd versorgt worden. Denn sie können in ihren Visionen die Aufenthaltsorte der Relikte vorhersagen. Finde so viele, wie du kannst, Pirat. Dein Kumpel Duke zuliebe. Und meine Wenigkeit. Ja. So. Aber irgendwie hat er mein Mikrofon hier. Ja, ich weiß nicht, wieder für ein Krach. Hallo. 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 Einmal kurz aus dem Spiel raustappen, weil irgendwie vorhin beim Stream ein bisschen was durcheinander geraten, so wie es aussieht. Got any exciting tales to share? Mikrofon. So, das hat er schon mal. Jetzt brauchen wir noch die Audioquelle. Audio. So. Kamera hat er natürlich auch nicht. Irgendwie ist hier ein bisschen was durcheinander geraten. Das muss ich immer schnell hier zurechtfixen. So. Und der Rest passt. Gut. Jo. Ja, CSC hat eben gerade auch nochmal schnell ein Update gemacht. So 125 MB groß. Wir wissen nicht was, irgendwas haben sie gefixt. Fixifax. Hört man mich überhaupt? Ja. Mal. Ja, sicher. Das. Ich habe Athenas Dark Relic Voyage to the Devil's Roar gerade geholt. Ja. Und das ist ja das, was wir heute machen werden. Ancient Dials und dann the Devil's Roar, ne? Beide. Was? Ja, das zweitletzte und das legendäre. Ich habe jetzt das Legendäre genommen. Ja, dann nehme ich das erste so. Das Ancient Island, oder was meinst du? Ancient Island. Ja, genau. Okay. So, und dann schmeiße ich das zuerst drauf. Ja. Und dann schauen wir mal hier. Ja. Regnen tut das ja wie auch einmal hier schon wieder. Ja, hört auch gleich wieder auf. Ich habe Regentanz. Andersrum getanzt. Rückwärts. Andersrum getanzt, ja. Dann regnet es auch. So rückwärts, weißt du auch immer da. Regenbogen. Andreas Dümmler auch hier, einen wunderschönen guten Abend und willkommen vor Hallöchen. Oh, leck mich am Arsch. Boah, der Dreck. Grob, ich werd beim Kacken erwischt. Nee, diesmal war Dana dran. Andreas, sag mal, passt es vom Ton her so oder sind irgendwelche Störgeräusche? Weil Orten hatten irgendwie so ein bisschen Probleme gehabt. Oder ich hatte Probleme gehabt mit Sound. Geschichten. Plunder Valley. Auf einer Plunder Valley. Valley. Wollen wir mal luren, wo der Plunder Valley ist. Valley. Alles super vom Ton. Danke, Andreas. Auf Andreas. Da ist Plunder Valley. Ich hoffe, man kann dich auch richtig hören. Wir müssen Richtung Südost. Süd-Südost. Und tschüss, Spiel. Okay, bei mir ist gerade das Spiel abgeraucht. Ja, dann warten wir auf dich. Hey,
Videodriver-Dingsbums abgestürzt, wieder mal. Jedes Mal, wenn die ein Update machen oder ein Fix machen, dann stürzt das Spiel erstmal stumpf ab. Unglaublich. Ich denke mal, ich hoffe, dass man mich auch noch gut hört. Jo, dich hört man. David hat die Kuh verlassen. Ich bin ja gleich wieder da. Oh, 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 Wasser, hallo. So. Warum muss ich mein Handy immer wieder aktualisieren, weil ich das Spiel so. Ich bin dran. So, schneller, hopp, hopp. Okay. Probi beitreten. Ja, in der Crew beitreten. Da muss ich halt Speyer noch voraus. So, wie gesagt, für alle, die jetzt gerade neu dazugekommen sind, nach dem kurzen Update-Bugfix von Sea of Thieves, bei mir wird das Spiel abgestürzt. Deswegen starten wir jetzt gerade nochmal neu. Passiert. Hoffentlich nur einmal. Haben die nicht gesagt gehabt, dass das bei diesem Update bei den großen, der jetzt da war, was hier mit den Sturen, das nicht mehr so brutal sein soll mit den mit den Ruder? Keine Ahnung. Ja. Also, nur beim Kleinschiff. Aber bei Schaluppe. Ja. Hat mich jetzt nicht so gestört, dass es mal ein bisschen rumgerappelt hat. Okay. Oder dass es deutlich schwieriger ist. Ne? Ist ja auch eigentlich realistisch. Keine Ahnung. Ich habe so ein Ding nie gesteuert beim Sturm. Ja, aber ne, ist ja Druck auf dem Segel und hin und her. Das kenn ich immer auch. Oh, ja. Ich check. Ich hab hier so eine Schlumpftüte. Ja. Auf den. Gehen wir den auch noch mal ein bisschen runter. Weil hier der mit der roten Mütze ist grob. Ja, du hast weggeschnappt. So. Bis Top 2. Kann losgehen. Ja, Moment. Muss jemand nach. 1, 2, 3. Keine Ahnung, was ich hier mache, aber egal. Okay. Gut, das in eine kurze Frage, nee, ein kurzes Hallo und Like steht. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Danke dafür und danke, dass du reingeschaut hast. Night View. Tutilis? Wird das so ausgesprochen? Tutilis? Der Night View? Kann ich dir nicht sagen. Falls ich es falsch ausgesprochen habe, tut es mir leid, aber trotzdem danke, dass du reingeschaut hast. So. Auf nach Schlumpfenwelle hier. Mit dem Affenzahn. Düsen ja richtig hier, ne? Ne, Südost müssen wir, ne? Müssen wir ja. Südost, ja. Da hinten ist Plunder Valley. Ne, warte mal, Plunder Valley ist direkt hinter Wanders Refuge. Okay, du bist jetzt bist du genau drauf. Ja. Dann musst du mal da kurz Wanders Refuge wegbuddeln oder ja, so. Warte, ich puste weg. Sonst wird das gleich ein bisschen eng. Ach, mal wieder Gegenwind. Ja, habe ich ja schon länger abonniert, aber leider wenig Zeit. Das kommt von Film Achenzähmen leicht gemacht. Ist nicht schlimm. Ja, ist auf jeden Fall ein cooler Film, den habe ich auch. Also eine Kinderserie. Gucke ich auch immer sehr gerne. Wenn ich mal dazu Zeit finde.
Aber naja, so ist das. Jetzt sind, das ist heute, wie gesagt, der letzte offizielle Livestream erstmal von hier zu Hause, von Rostock aus. Und Freitag geht's ab nach Köln, den Tobi ein bisschen auf den Sack gehen und dann fahren wir zusammen den Samstag dann auf die Gamescom und sind von der Gamescom aus live. Und zeigen euch denn da so mal so ein bisschen, was da so abgeht. Und vielleicht 1, 2, 3, 4, 5 Fans treffen, mal gucken. Wer wollte da, wer ist da noch gewesen? Raufi wollte doch kommen, ne? Raufi. Bin ich mal echt gespannt, ob wir den da finden oder er uns findet. Aber sollte eigentlich nicht schwer sein, wenn er uns verfolgt, dann weiß ja, wo wir sind. Annika, auch dir einen wunderschönen guten Abend und willkommen an Bord. Oh, das Kätzchen, hallo. Lange nicht mehr gehört. Die miete Katze, die leider nicht auf der Gamescom ist, obwohl ich mich so gefreut habe. Jetzt weint sie bestimmt wieder, weil sie ja nicht darf, ne? Ja. Hab ich's wieder angesprochen, das ist ja, doof. Das böse Thema. Ja, leider, siehst du. Er plätschert hier schon wieder im Wasser rum. Achso. Vielleicht auch mal ein bisschen schneller fahren. Ja, wir haben Gegenwind. Ja, puste doch mal. Höp, Funktioniert nicht, kaputt. Aber echt, guck mal, kannst du sogar zur Insel schneller hinschwimmen, als das Schiff fährt. So ein Cheat-Pack. Aber naja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Von so einigen YouTubern habe ich jetzt schon ein bisschen was gesehen, was wieder auf der Gamescom so rumoxidiert. Und kreucht und fleucht und wo man so überall hingehen kann und soll. Oder naja, wir werden uns auf jeden Fall so viel wie möglich angucken. Wenn wir den ganzen Tag Zeit haben. Eben. Was willst du denn da jetzt, Spacko-Lacko? Woanders hin? Auch da hinten die Insel auch voll. Ey, seit wann machen die denn so einen Radius? Ja, aber die treffen eh nicht. Ja, aber trotzdem ganz hinten die Insel auch. Guck da, schon wieder. Hä? Das sind noch alle. Da waren wir verdächtig nah. Der wird auch immer näher. Die schießen sich schon richtig schön ein. Bin morgen da. Gestern wurde bei Tator vorgestellt. Okay. Aber Samstag bist du nicht da, ne? Boah. Sagt mir zwar gerade gar nichts, aber ich glaube, das ist so ein Ach, ich hab den getroffen, ey. Glaube ich jetzt nicht. Also wenn man geschossen hat und die Kugel kommt an und da kommt Kreuz, heißt es auch getroffen, oder nicht? Ja, hast auf jeden Fall irgendwas getroffen. Ja. Vielleicht hast du auch ein Hühnchen getroffen oder so. Was ja, da hat das Hühnchen Pech gehabt. Jetzt ja. Liegt das Hühnchen bei dir auf dem Teller. Bin nur da wegen Einladung. Ah. Ja, ich werde das jetzt wahrscheinlich immer so machen, dass wir samstags da auftauchen. Weil es entspannter ist. Ja, freitags bei mir, samstags da. Ja. Sonntag Ossis wieder abhauen. Du bist Weingruppi, warte ab. Glaube ich nicht. Ich stehe dann bei mir auf der Terrasse oben und dann, puh, oh, HRO ist weg. Ja. So, war da mal abgebrochen. Das ist doch nicht wahr, Alter. Keiner. Das ist gut. Da haben immer die meisten Zeit Samstag und Sonntag. Das stimmt. Und es haben sich ja halt viele haben gesagt, diesen Samstag da, dann haben wir das dann halt auch so eingerichtet. Ne? Und dann sagte Gruppi dann, ja, dann mach doch vorbei und so. Oh, ja. Dann haben wir so gesagt, so, ja, warum nicht? So, ist ja viel leichter, so. Ist angenehmer und ruhiger, vor allen Dingen auch für die Fahrerin, ja. Ist das doch besser.
kann sich noch mal ein bisschen entspannen und. Wir waren vorstellen. Letztes Jahr habt ihr das so gemacht, da seid ihr hingefahren, 6 Stunden Autofahrt bis nach Köln, dann durch die Zeh sowieso gelatscht und dann wieder direkt nach Hause. Ich möchte nicht an Danas Haut gesteckt haben. Ja, Jason war der erschöpft. Wovon? Ja, vom Nix-Tun. Das meine ich doch. Dann habe ich ja vorgeschlagen, weißt du was, da wir uns ja schon bald über ein Jahr kennen, warum kommt ihr nicht bei mir vorbei? Ich wohne direkt in der Nähe von Köln, dann könnt ihr doch bei mir pennen. Machen wir uns einen schönen Tag und hast die gesehen, dann fahren wir alle schön zusammen zur Gamescom und sonntags nach einem schönen Mittagessen fahrt ihr wieder gemütlich ausgeruht nach Hause. So sieht aus. Dann haben wir uns die Tickets besorgt und dann machen wir das dieses Jahr so. Genau. Und wenn das vielleicht sieht man sich ja nächstes Jahr, dann Samstag, aber ich wohne in Niederlande und das ist schon enge, langer Weg. Das stimmt. Segelhof? Ja. Niederlande wohnt er? Niederlande. Das ist doch nicht so weit. Allzu weit. 2 Stunden länger. So wie ein Mädchen, laut dem Mädchen. Ach so. Sorry. Das ist Niederlande. Antje aus Holland? Ja, wer weiß. Ja, mal gucken. Ja, aber Mädel, so viel ist das auch nicht. Ja, wenn die alleine fährt, dann schon. Von Holland nach Köln, das ist keine 2 Stunden. Also, ich bitte euch, wir sind vor ein paar Jahren jeden Tag Wochenende nach Holland gefahren, zum Campingplatz in... Ja, du, aber sie doch nicht. Ja. Ja, weißt du, so als Rentner hat man Zeit. Rentner, ich gebe dir gleich Rentner. Anker. Anker. Was war das denn hier? Ach so. Ach, haben wir falsche Seite, die sind auf der anderen Seite bestimmt. Auf. Leer machen. Auf Insel erst Schiff und Bus, dann Bahn. Auf die Insel, dann mit. Nee, auf die Insel, mit Schiff und dann mit Bus und dann mit Bahn. Jo. Also, sie wohnt wohl am anderen Ende. Okay. Ja, und wenn kein Auto ist, scheiße. Mit Bus und Bahn, dann bist du wirklich ein paar Stunden unterwegs. Ja. Kennst ja die komischen Bahnen da. Und dann unsere deutsche Bahn ist natürlich sowas von überpünktlich gar nicht. Ja. Dann kannst du damit rechnen, wenn ein bisschen der Wind stärker ist als normal, da sagt die Bahn, wir können nicht fahren, wir haben Störung. Weil die wieder zu blöd sind. Ich frage mich nur, wie die in Kanada und in Alaska das machen mit der Bahn. Ja, das ist ja nicht deutsche Bahn, ne? Ja, genau. Tattoos. Wenn ich das so sehe, mein Sohnemann, der holt sich jeden Monat für 120 Euro so eine scheiß Karte, damit er jeden Tag zur Arbeit kommt. Und da muss man Angst haben, wie das Wetter wird. Und da fahren sie auf einmal nicht und da kannst du das Geld nicht zurückholen. Das ist auch eine Sauerei. Annika lacht sich wieder ein ab. Ja, ich denke mal. Ja, so ist unsere deutsche Bahn. Ja, eure Bahn. Ja, die kannst du vergessen. Die ganze in eine Pfeife schmatzen. Ja. Aber in der Skelettos gesehen? Nee. Die sind wahrscheinlich auf der anderen Seite, Digga. Ich bin schon auf der anderen Seite. Nee, auf der ganz anderen Seite hier. Ich bin ganz oben. Ja. Ah, wird lauter. Die sind tatsächlich ganz oben, oder? Ja, ja. Ach nee, da sind sie. Eine Etage tiefer. Hier an der Höhle wahrscheinlich. Nee, auf so einem Zwischenplateau sind die hier. Ah, okay. Mit Piepen. Wenn ich jetzt runtergehe, dann machen die mich fertig. Ich schieße den einfach in den Kopf. Echt? Ah! Ah! Geh weg! Ah! Au, au, au! Hätte ich nicht erkannt! Nein, kriegst du mich nicht. Ich hab mich verlaufen. Auch, ich weiß auch nicht, wo ich bin. Ihr könnt ja hier nicht lang gehen, ihr blöden Skelettos. Für mich ein Geheimversteck. Echt? Jetzt laufe ich wieder runter, ey. Wie komme ich denn da hoch? Niederlande gibt es auf jeden Fall sehr gute Freizeitparks. Ja, das wissen wir ja, natürlich. Ich sag mal, in Niederlanden ist vieles besser.
Lieber ist ja so ungefähr am Rand von Berlin. Ja, Annika ist ja so am Rand Berlin, ne? Ja. Stimmt. Und der Captain hat seinen Schädel hingeschmissen hier. Komisch, Moritz. Ich höre die Musik, aber ich bin doch... Ja, ich auch. Ich finde es auch nicht. Nee. Hä? Weißt du immer auch nicht, wo David ist? Und schon hier sonst wo. Habe ich gar nicht aufgepasst, wo der Captain seinen Schädel hingeschmissen hat hier. Der Sohn hier irgendwo, aber... Da, doch hier im Stein ist er gebacken. Ja, hab ihn. Ich versuche mal irgendwie mich aufmerksam zu machen. Ich weiß zwar noch nicht wie. Ja, ich weiß, wo du bist. Ich muss da nur erstmal hinkommen. Ich hab dich ja schon gehört. Wo ist der andere Spack oder ist jetzt oben oder was? Es ist hochgerannt. Ja, blöd, Emma. Wenn ich oben angekommen bin, dann bist du fertig. Ja, aber einer von denen ist hier irgendwo noch. Ich höre die Musik und die wird auch lauter. Ja. Bin auf jeden Fall nach ganz oben und dann auf der linken Seite im Plateau runtergehüpft. Ja. Da lang, ne? Da bin ich lang gehüpft. Ich glaube, ich habe sogar dein Schwert jetzt gerade gehört. Hä? Bin auch gerade völlig verwirrt jetzt. So, hier lang. Ist aber auch eine blöde Insel. Mandana ist schon mal hier. Ja, ich hab dich. Ja, schön. Ja, die sind ja auf der Seite. Wo bist du denn, Grobi? War doch vor Ich weiß es nicht. Okay, keine Ahnung. Grobi, bist du die ganze Zeit vor mir und jetzt... Ich gehe jetzt durch so eine Steinmauertor. Ja, bist ja fast richtig. Ach, ich hätte das gewusst, hätte muss ja hochschießen bleib können. Bleib mal ruhig da, Dana. Ich gehe nochmal nach oben. Ich glaube, das ist der... Hier, Grobi, hinter dir. Ja, da hinten war ein Schiff. Ich habe gerade geguckt. Ja, da entlang, ich gehe mal nach oben, weil ich glaube, der spackt oben irgendwo rum. Ja. Der spackt oben. In Brandenburg wohnt die Katze. Ach, diese Annika, ja? Ja. Oh, Annika. Und in Brandenburg. Ach, mal. Spacko-Skeletto, wo bist du? Ja, man hört ihn hier mal zu hören. Da, ja, da. Hier ist er. Oh, mit Fass. Hä? Oder? Au, ab. Wo denn? Au. Wo ist er denn? Nee, hier hängt irgendwo anders noch einer fest. Ja, es hängt ja einer fest. Man hört ihn mal zu, aber er kommt nicht raus. Ich glaube, dann steckt er hier irgendwo zwischen den Steine. Haben sie ja richtig geil gefixt, haben sie das. Und dann wollen sie noch den Mist Geld haben. Ja. Naja, denn... Ich wohne in Nordbayern. Schaume Ecke. Und der Andrea. Ja, das hat er ja letztens schon gesagt. Da war ja das Thema Bayern-Fan und so. Ja, dann schnappen wir uns mal den einen Schädel. Oder ne, wir lassen ihn aber hier. Ich höre doch hier was. Ja, wir haben ja Zeit. Er spackt hier irgendwo zwischen Steine. Das heißt also so viel wie, er kommt da nicht raus, weil er dumm ist. Nee, weil Rhea ein bisschen dumm war. Mit ihren Updates hier ewig. Ich stürze mich jetzt von der Klippe. Ja. Bin ich sofort tot. Den doch. Jo, ich umblick. Ah! Ist da hier eine Höhle drin oder was? Das war ja eben auch so. Stürze mich jetzt von der Klippe und klatsch erstmal eine Etage tiefer auf so einen Vorsprung. War nicht schlecht. Also ich hab ihn. Okay. Ich hau gegen Felsen. Ah, der ist tot. Jetzt kommt Captain, alle kommen sie hier. Kommt wieder hoch. So, ich schieße mich dann jetzt wieder hoch. Ja, au. Er hat ja bestimmt Angst gehabt, weil er mich gesehen hat. Deswegen kam der auch nicht raus. Au. Ich habe jetzt hier schnell Schädel weg. So. Ich habe gegen Felsen gehauen, da habe ich gehört, wie ich ihn erwischt habe. Du übersteuerst.
Ja. Ich dachte gerade, ich habe auf den Felsen gehauen und habe den erwischt. Du hast nämlich eben gerade wieder dieses Membranknacken gehabt. Okay. Okay. Ich komm runter. Da waren ja nur die zwei, ne? Ja. Hier, guck mal. An dem Felsen, da habe ich immer drauf gehauen. Ja. Und da habe ich gehört, wie ich den erwischt habe. Und dementsprechend, wie ich den erwischt hatte, kamen dann die anderen raus. Und das Mikrofon weiter weg. Über die Skelette. So. Eins, zwei, drei. So. Also das haben sie schon mal nicht geändert. Platz da unten, grobe ich. Wow! Das habe ich gesehen. Voll auf den Stein geklatscht. Aua. Hat gar nicht wehgetan, ist auch gefallen. Wer hat den anderen Kopf? Ich. Okay, wo bist du? Ich komme auch gerade an Steuerbordseite. Backbordseite komme ich an mich vor. Ach, du bist schon im Wasser? Ja. Ich hab das Schiff gesehen. Wanda ist Refuge. Ach, ist doch direkt hier um die Ecke. Ja, wo wir vorbeigefahren sind, ja. Ne? Einfach wieder nach Norden hoch. Ja, genau. Wandere. Fahren wir mal wieder nach Norden. Si, hombre. Ich auch immer ein Hin und Her hier. Links, rechts, vor, zurück, links, rechts, vor, zurück. Johannes, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen und willkommen an Bord. Ah, Johannes, schönen guten Abend. So, bin an Bord. Ja. So, dreh ich den Hobel mal nach Norden und dann geht das los. Sag wann. Hallo, Johannes. Hallo, David, mein Seebär. Hab ich gar nicht gelesen. Danke, Johannes, dafür, dass ich der Seebär bin. So kann losgehen hier, wir brauchen mal ein bisschen Druck in die Segel. Dann haben wir da einfach nur drei Kreuze. Da, Trollanda. Da sind die Kreuze wieder da. Ja. Yeah. David, du hörst dich komisch an. Hä? Nö. Ich höre mich immer so komisch an. Das ist die Musik in meinen Ohren. Alles schick, Johannes, das musst du. Dann kannst du gleich die Segel wieder hochholen. Ich bin gleich wieder da, ich bin mal kurz an die Tür. Ja. Und da ist das Headset auch dezent kaputt. Ja. Wenigstens der Anschluss. Nee, Knack macht's da. Ja. Ich habe extra so einen Headset-Ständer, der ist am Tisch dran und dann hänge ich den immer da drüber von der Firma, wo ich das her habe. Heißt das so vielleicht die Firma Jason? Nein. Weil mehr kannst du ihn auch nicht gebrauchen. Zen Meiser. Meiser, kennst du Meiser? Meisner? Meisner Porzellan kenne ich. Ja, Zen Meiser. Wo kommen wir denn da an? Ah ja. Mal warst du klarer mit der Mikrostimme. Boah, finde ich nicht. Vielleicht solltest du bei dir was einstellen, Johannes. Ich finde, der hört sich ganz normal an. Ich habe noch mal ein bisschen was verbessert. Das kann daran liegen, dass ich jetzt deutlich besser anhört. Ja, ja. Also ich finde nicht mehr so hellhörig, sondern ein bisschen dumpfer. Ja, also ich finde, dass David sich gut anhört. Also
Wir hatten heute Mittag leichte Probleme mit dem Rauschen, aber das ist ja mittlerweile auch weg. Das ist weg wieder. Ja. Dabei. Ja. Ganz kurios ist das. So. Segel sind oben. Ja, wir kommen südlich an. Ja, ich weiß wohl. Wir können eigentlich uns direkt daneben stellen, also nicht alle Segel weg. Ach, sind schon alle Segel weg. Ja, kann runter machen, ist kein Problem. Okay. Ja, aber sonst müssen wir so weit laufen hier. Das, weil hier auf der Seite der Insel ist ja nichts. Da ist das Schiff voraus. Jo. Besser? Oh, Fetter. Besser. Wo? Ah. Wo? Mann, stellt er sich hier wieder vor mir, du. Deinen breiten Rücken. Ach, das gibt's doch nicht. Nein. Trifft nicht mal mit der Sniper, du. Yeah. Was war das für dich? Wir sind an der Insel. Wir haben uns so angekündigt. Ja, wir haben Hallo gesagt. Okay, kann Anker, kann raus. Okay. Segel ist oben. Boing. Ja, erstmal entleeren. So, ein Schatz ist vor uns. Ja, ja. Einer ist, und zwei sind links neben uns. Oder? So, eine Banane schmatzt, dann passe ich besser in die Kugel rein. Ist klar. Kick ich weiter, weißt du? Ja, ja, sicher. Dann nimmst du jetzt die erste hier oben, oder was? Nee, auf der anderen Seite, auf der Rückseite werde ich mich hinballern. Okay. Und ab. Okay, hätte ich keine Banane gegessen, wäre ich nicht bis auf die Insel geflogen. Ah, okay, da, okay. Wir sind da, also muss ich da hinten hin. Hätte ich auch unten lang gehen können. Naja. Und... Wir sind jetzt hier, da, auf da und da. Jetzt bin ich wieder am Überlegen. Ich habe wieder total einen Punkt verloren. Boing! Ach, das ist zum Kotzen mit mir, ehrlich. Kommt der hier, Skelettos! Also das ist hier der Felsen, der muss hier oben sein. Oh, ich hab gesagt, komm her, du Skeletto. So. Danke, ich will das nur ausbuddeln, dann bin ich wieder weg. Danke, danke, dass du mich nochmal angerotzt hast. Oh, ein Auge. Oh. Upsi. Der lupscht mich so an, das komische Ding. Ah, oh Gott. David, mein Dolby Digital. Oh, voll gegen Stein gelaufen. Dein Dolby Digital. Dolby Surround Sound. Dana, ich pack hier mal vorne an Backbordseite am Strand, pack ich mal da das komische Glubschauge hin. Ja, mach das. Weil ich laufe dann jetzt nochmal ja. Oben an die Spitze. Ach, da liegt noch ein Schädel. Was für ein Wunder. Ein Schädel. Da liegt ja noch so ein Schädel. Ja, krieg an den. Den sieht man es noch besser, weil dann zwei so eine komischen Punkte leuchten. So. Was findet man denn noch so? Leere Kiste. Boing, boing. Palme. Wo sind denn jetzt diese blöden, beschissenen Scheißsteine? Na da, wo du nicht bist. Ach, ich, jetzt hat die mich erwischt, die Scheißschlange. Leck mich doch am Arsch. Ich hab wieder kein... Nochmal Karte glubschen. Ah ja, da hinten, okay. Doing, doing. Und von Spaten und Stich. Nein, noch ein Stück weiter, aber jetzt. Das heilige Ei. Oh,
ihr denn von mir hier, Skelettos? Ihr habt doch eh keine Chance. Ah ja. Nico, guten Morgen. Nico sagt guten Morgen. Hä? Ist jetzt aufgestanden? Er steht unter Drogen. Ja, glaube ich auch. Nikola. Nico, wer ist noch Platz da? Wenn du Lust hast, komm. Hat seine Zeit bestimmt schon rum. Ja. Die ganze Zeit wieder irgendwelche Filme angeguckt. Nicht mehr. Ja, sagen wir. War schon aufgebraucht. Schade. Du musst auch ein bisschen sparsamer mit deiner Zeit umgehen, ne? Hast du es denn in der Gruppe hast du noch nicht gefunden? Nee, ich habe aufgegeben. Ich habe den Punkt nicht gefunden. Ich buddel das mal aus. Ich bin mal so nett, ne? Das ist lieb von dir. Rechne ich dir dann irgendwann mal hoch an. So. Hallo Annika, hallo Andreas, hallo. Hallo Nico. In Klammern Grobi. Ja, warum ist der Chip eigentlich so stumpf? Muss der hier? Man sieht die Leiter gar nicht. Gott. Oh. Nehmen wir mal die Karte. Jetzt, ja. Guck mal, das ist doch ganz einfach. Man nimmt die Kanone, stellt die da so ungefähr Richtung Palme und dann schießt man sich ab. Dann nimmt man Spaten und haut in den Dreck. So, ein Stück höher. Danke, Schlange, dass du mich anrotzt. Jetzt, Schlangbraten, sag ich dir. So, ja, damit. Also nochmal die Karte. Ja. Sound und so, und dann müsste das ja theoretisch praktisch hier sein. Hoffentlich. Dann aber hier. Der Stein der Weisen. Auf Linie der des roten Wedels. Ja, welches? Welcher Wedel von den beiden? Der untere. Also muss es davor sein. Ja. Buddel. Was? Nö. Ich hab einen Wurm ausgebuddelt, ja. Ja, den hab ich auch. Nö. Leute, irgendwie. Ich kenne deine Mikro. Was soll denn damit sein? Ist alle schick. Na, ich verstehe es auch nicht. Komme ich jetzt da hoch? Haben wir hier im Fahrstuhl? Nö. Ah, da. Unterhalb der drei Palmen. Drei Palmen. Das sind da die drei Palmen. Falsch. Bei mir hört sich da wie gut an. Das hört sich anders an, wenn man telefoniert. Ja, wie gesagt, ich habe mein Mikrofon noch mal ein bisschen verändert. Von der Qualität her und so. Das ist auch dann klar, dass es ein bisschen anders anhört als sonst. Als wie sonst, so sagt man, glaube ich, ne? Ja. Ich habe da ein bisschen mehr
Bit reingedrückt ins Mikrofon. Aber ich kann ja, wenn ich euch so telefonisch anhöre, dann drehe ich so ein bisschen so, dann höre ich mich anders an. Da ist ein bisschen mehr Bass in der Stimme. Theoretisch. Wenn ich auf den richtigen Berg, mein Gott. Er schießt da. Ich habe geschossen. Aber dann muss es ja hier unterhalb der Palme sein. Laut dem, was er da. Haben wir das schon? Ah, hier ist er. Du war ganz schön weit weg. Wo war denn das? Ich lass es mal. Bist du oben hier? Wo denn? Backbord von unserem Schiff. Ja. Oben auf dieser Anhöhe hier. Dann bin ich ganz falsch gewesen. Ich komme da gerade hin. War ich ganz falsch. Ich war auf den anderen. Frag mich nicht warum. Ist Kavallerie Riege. Rage Ruge. Rage Ruge. Ruge Rage. Wie denn? So, ich bin jetzt hier oben auf dieser komischen Feldstadt. Ja, komm mal runter, gewartet da zu dem Brunnen oder was hat das? Ja, hier genau. Ja, ja, ich sehe dich. So, und hier unten. Als ob. Und ich hab gedacht, das wäre da hinten irgendwie. Okay. Arschbombe! Denn David, ich habe dich heute vermisst. Wo hast du mich denn vermisst? Danke auch. Weißt du, wie? War doch David Riegel, ne? Ne, Discovery Riegel. Oh, Discovery. It's Discovery. Geil, jetzt fahren wir ja wieder, jetzt fahren wir wieder nach Süden runter. Ja. Was für ein Hin und Her. Oh, und dann wieder vier von den Idioten. No, Süd. Discovery. Dann drehen wir den Hobel erstmal um und dann geht's los. Mein Gott, alles hier um die Ecke. So. Ja, schon denn da hinten, ja. David, ich höre gerne deine Stimme. Steuerbord gleich hinten, wo der Schädel ist, ist eine Schaluppe. Ja. Das heißt ja, dass Johannes dann bestimmt auch am Samstag zuschaut, wenn wir live sind. Von der Gamescom aus. Dann wird er doch auch reinschauen. Ich hoffe mal, dass da nicht allzu viele schreien, sonst kommt man ja. Also nach mit Lesen wird dann, glaube ich, ganz schwer. Weil das huscht ja dann da so durch. Ich hab euch vermisst, David, Dana, Grobi, einfach alle. Das ist doch schön. Mir auf YouTube wurde es nicht angezeigt, dass du streamst. Dünne Sauerei. Schau doch mal bitte an deine Glocke. Manchmal löscht sich dann. Jo. Entweder das oder einfach merken, wir sind eigentlich so ziemlich immer 19 Uhr ist die neue Streamzeit. Ja. So, ab 19 Uhr kann man immer reinschauen, da gehen wir meistens live. Weil das so eine angenehmere Zeit ist. So, jetzt übernimmt Grobi mal kurz das Steuer, dann gehe ich mir ein bisschen mein Essen holen, bevor das Essen ganz kalt ist, ne? Ja, wo muss ich mich halten? Gute Frage, ja, das kann ich nochmal schnell gucken. Ja, mach das. Wir sind nämlich falsch. Ja, passt so. Eigentlich den Kurs direkt drauf zufahren. Okay, dann kommen. Discovery-Riege direkt voraus. Ja, sehe ich schon, ja. Ich bin ja nicht lange weg. Ich hole ja nur schnell das was zu essen. Das futter ich hier nebenbei so. Dann mach hin, red nicht. Schaluppe, Backbord auf der Insel. Ja, sehe ich. Dickfeld. Okay. Noch eine Schaluppe, die kommt auf da, die überquert uns da. Ja, habe ich auch gesehen. Okay. Heute Schaluppentag.
Ja. Das ist die Insel, worauf du fährst, oder was? Ja, ja, das ist die Insel. Achso, okay. Dann müssen wir das Rechte hier aufschalten. Jo, wohnst du, oder was? Das sieht dann aus, ja. Ja, die kommen auf uns zu. Ja? Nee, sie fährt weg. Fährt weg. Fährt weg. Krieg ich ein Ei? Nee, die kreuzt uns. Die kreuzt uns. Die kreuzt uns. Was, wo, wie? Ja, zwei Schaluppen. Zwei. Drei Schaluppen? Zwei. Haben die Langeweile? Wir haben geschossen, kommt hier. Halleluja. Was wollen die, Stress oder was? Ja. Ich will da jetzt nicht Stress machen, ich will hier, ne? Robin, ich glaube, du musst mal hupen da, der fährt uns gleich in die Karre. Oh. Hab ich die Maus umgedreht hier, ne? Sauer sein. Ahoi! Er holt sich Essen, genau. We are not friendly. Können ja mal mit einem Warnschuss warnen? Nee, bloß nicht. Nein. Dann hängen die gleiche wieder die Ultra-Bösen und so. Wo sollen wir denn anhalten? Was wir hier sind. Mal hier vorne am Strand. Ja. Einmal dich richtig. 5 kalt das Essen. Nein, das ist die warme Katze. Achso, okay. Ich glaube, das ist halt ein Anker. Anker? Ja. Sehr gut. Noch weiter geparkt hier? So, jetzt noch mal gucken. Wo ist die andere? Wo ist die andere? Hallo Grobi, ein Orbi. Hallo Grobi, ein Orbi. Hä, wo ist denn die andere jetzt? Ah, da. Nee, das ist Piratenschiff. Wer grüßt da? Johannes. Ach so. Ach, hallo Grobi. Ja. Aufpassen. Die andere Schaluppe. Da ist noch eine Frika, die ist da hinten am Backboard. Nee, was ist denn heute los, ey? Hey, was ist jetzt hier los, hallo? Naja, gut. Ja, die sind alle vorbeigefahren. Dann gehe ich mal rüber zur Insel. Bleibt ihr noch dort hier? Ja, ich futter so schnell so. Oh, ist der Zeit beim Futtern. Und tschüss, Bobby. Ich muss, glaube ich, mal meine Haare auf dem Bild machen. Landen sonst im Essen. Bleibst du am Bord, David, oder? Ja. Oder nicht, um ich halte hier die Lage. Okay. Müssen nur nicht drehen, mich mal. Na, schmeckt's. Ja, ist noch warm genug, dass man es essen kann. Ganz schön reisig. Man sollte ja eigentlich früher da sein, essen, aber so ist es ja manchmal, ne? Ja, David, du kannst einmal um die Insel rum. Kein Problem. Warte, ich bring noch schnell eine Kiste mit. Ich geh schon mal Anker auf, ja. Ich mal ja hin als Captain so nebenbei essen und Anker aufgehen. Wenn ich hinkriege, zeige ich euch sogar noch die Pampe. Das geht ja auch alle rum. Yam, yam, yam. Der Salat wird natürlich wieder ausgegrünt. Der ist so grün, der wird ausgeblendet. Ja. Oh. Ich hatte ja gar keinen Ton angehabt und ich laber die ganze Zeit. Natürlich schmeckt das Annika. Danke Johannes, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast, dass ich mein Mikrofon noch zu hatte. Weißt du, da fehlt einem so ein bisschen dieses Piep, Piep, Piep. Ach, Goldies. Ach, alle Captain sind schon draußen. Boah. Ich weiß ja, dass ich draußen bin.
Ja, dann fahren wir mal einmal rum. Ja. Alle Segel raus, ne? Ja, aber nur das Vorsegel. Dann nicht allzu schnell. Nee, nee. Entschuldigung. Na ja, schon gut. Da würde ich gern geschehen. Danke, Johannes, nochmal. Mal 100 mal wieder. Ja, wie gesagt, also cool wäre es, wenn da so ein Piepston wäre, ne? Dass man weiß, man hat das Mikrofon ja noch stumm. Und nebenbei futtert man so ein bisschen Ente Süßauer. Aua, Mann! Geht das jetzt als Produktplatzierung? Oh. Weil ich was esse und das in die Kamera gezeigt habe? Oh. Nee. Steht ja kein Name drauf. Ach, Munition. Dafür hast du mich, ja, das stimmt, Johannes. Dass die Community aufpasst, dass ich das Mikrofon anhab. Wo sind die denn, Grobi? Unten am Strand? Ja, oder ja, unten am Strand. Warte, ich komme da hin, ich musste wieder zurücklaufen, weil ich habe nichts gehabt. Und die ganzen kleinen. Ja, ich sehe schon. Ja. Ganz ja gut. Da ploppen sie ja schon auf. Danke. Hey, warte, ich muss erst mal gucken. Oh, wir sind viel zu dicht. Oh, jetzt kann der Anker raus. Ich hab doch gerade so viele Sachen gesehen. Munitionsdings, das und jenes und jetzt. Mal gucken, wir liegen trotzdem, glaube ich, viel zu dicht, oder? Oh, cool, ich habe gar keine Kugeln auf Tasche. Ja. Jetzt habe ich eine Kugel auf Tasche. Hallo, Skeletto. Tschüss, Skelettos. Boots. Boots. Hat sie was erreicht, als Vertrag ist abgelaufen. So. Hab ich den Dropdown vergessen, mit einzuberechnen. Boots. Das hört sich hier an. Ping! Bonsai! Hätte ich beinahe Grobi getroffen. Ja. Ich brauch Munition. Na komm her, Captain Skeletto. Oh, das war zu hoch. Oh, erwischt. Probi den auch noch weg. Da kriegen wir ihn nicht in den Stein. Aber da kriegt man ihn. Bau! Oh, wie er weggerannt ist. Ja, da ihn Tiss gekriegt. Ja. Was? Erledigt. Ja, Kobi. Oh, da kommen noch mehr. Ach, noch mehr? Ja. Komm, komm zu Papa hier, komm. Schön im Wasser. Und bing! Boah! Da stehen nur noch zwei Mann. Oh, ich habe keine Kugel mehr. Okay, jetzt steht da keiner mehr. Okay. Aber einer ist noch. Hast du die? Tauchen die nächsten Goldis auf. Da jetzt kommen die ganzen Kapitäne. Ja, okay. Kanone schon geladen. Kommt, Jungs, kommt. Alles für Papa hier, kommt. Ja, schön baden, komm, ihr Drecks. Backgesinde. Nicht zusammenkommen lassen. Bitte lächeln. Alle auf einmal, ey, das gibt's doch gar nicht. Bitte lächeln. Mystik kennen auch die wunderschönen Güterhand. Dann willkommen an Bord. Da kommen noch zwei. Drei. Drei.
Lass du da erstmal kommen. Ja, ja. Ich habe ja nicht geschossen. Danach nicht schießen. Einfach warten. Ja. Oh, der schießt aber auf mich jetzt. Dann schieße ich zurück. Alter, wenn ich schieße, brauchst du dich auch noch draufballern. Da ist noch einer. Munitionsverschwendung. Ah. Aua. Da kommt noch einer. Okay, danke. Oh. Versuch mal hier mit der Harpune. Oh. 3 Kilometer zu hoch geschlossen. Och, wer weiß wie hoch, Junge. Immer noch. Okay, noch tiefer. Jetzt hat. Aua! Einmal abnehmen. Kommt wieder da zum Abnehmen. Ja, ich komme. Ich muss ja erstmal das andere wegbringen. Oh, nee, Quatsch. Oh. Ja. Einer ist ja noch, ne? Ja. Will auch noch einen Pick. Oh. Noch ein Stück tiefer. Zack. Jupp, den haben wir auch. Ah ja. Ein Fort. User joined your channel. Aber welches Fort? Ja. Ein steiniges Fort. Hinter uns. Lost Gold Fort. Blub. Im Ödsten. Ja. Komm gar nicht zum Essen hier. Huch. Wollte hoch zum Steuerrad und nicht in die Kajüte. So, dann drehe ich den Hobel erstmal wieder. Ja. Und dann ganz geil losgehen. Jason. Obi. Da ist noch Platz frei. Komm rein, Junge. Ja, kleinen Moment. Komm rein, dann kannst du wieder rausgehen. Ja. Nein. Vielleicht hast du ja das Update schon runtergeladen. Noch eins? Ja. Ein Bugfix. Warum was? Ach so. 125er. MB. Bugfix. Ja. Achso, kann losgehen, setz die Segel auf. Geht. Weil 125 GB ist, wäre dann vielleicht doch ein bisschen. Das wäre fett. Voll fett und so, weißt du? Wäre noch dicker als du, ne? Mhm. Echt? So was gibt's auch noch dickere als David? Ja. Ja. Bei uns eine Frika. Und die essen nicht einmal Ente süß-sauer, sondern zweimal Ente süß-sauer. Ja, war mir schon klar. Weil die den Finger nicht den ganzen Arm. Ja. Da gerade nochmal Döner. Nee, von Döner musst du ja Kakaolöres machen. Ja, aber von deinem Fraser legst du auch nur Hühnereier. Ja. Da kriegst du so komische Augen, weil du so viel drücken musst. Frika voraus. Oder ist auch keine Frika, doch. Mhm. Ja, ist eine Frika. Und außerdem ist das gesund, da ist noch Salat dabei. Ja. Na ja, gut, hat man im Döner auch, ne? Da ist auch Salat. Ja. Ich korrigiere mich, Dönerbox. Und das ist wieder nicht gesund, weil da eine Pappe mit bei ist. Ja. Pommes. Und kein Salat. Kein Salat. Oh, bringt besser. Nein, ne? Aber schick, ne? Schick, schick. Nee, waren nur normale Fässer. Oh, ich muss mal dringend dahin, wo der Papst auch zu Fuß hingeht. Geht auch. Mach ich auch. Robi? Hast du Toilette? Ja, aber ich dachte, dass der nicht so schnell weg ist. Aber der muss ja dann doch ganz dringend. So. Ist so mit dem Alter, ne? Erst nix, dann ganz viel. Und was macht ihr gerade? Die letzten beiden Duke-Quests. Ruderboot direkt voraus. Oh.
ja auch Belobigung, ne? Und so? Alles wohl einer untergegangen. Ja? Ich denk mal da die Schaluppe, deswegen lassen wir es einfach. Soll er sich seinen Kram wiederholen? Oh ne, komm. Auf den Fort ist doch jetzt nicht etwa, also noch unsere Aufgabe. Hey, dann wäre schon ein Ton gekommen. Ein Sound oder so. Ja, doch. Und die Schaluppe steht hier, weil sie das fortmachen will, ne? Ach, dann läuft er wieder. Wie geschmiert. Jason, joinen Sie jetzt schon rein, oder wie? Nö, warum auch? Oh. Ich hab doch ja gesagt. Fangen wir an. Haben nichts gehört. Das ist jetzt blöd, das stimmt. Weil A, die... Ich bin da. Die Fregantini hier liegt. B, ist das Wort aktiv. Scheiße. Machen wir denn jetzt? Und D, da schwimmt einer vor uns im Wasser. Ja. Wir tun euch nichts, macht euer Fort in Ruhe. Wir wollen hier nur mal dran vorbeifahren, so. Ahoi, I'm friendly. Don't shot, please. Noch ist zu. Anker, Anker. Hey, guy, hello. I'm the shark, hinter dir da. Hier da. War ich schon da. Ich würde da lieber aus dem Wasser gehen. Aus dem Wasser. Ei, ei. Ja, die sprengen gleich jetzt sofort die Luft. Wir wollen nur schnell unsere Dinger, Thomas, haben hier. Ich gehe schon an Land. Ja. Wir wollen euch nichts tun. Wo sind wir überhaupt gelandet? Schätzungsweise südlich der Insel. Also muss ich quer rüber. Ja. Ja, wir sind südlich der Insel, also wir müssen auf der anderen Seite. Ja. Ich hüpf mal auch mal mit rüber, Dana. Hä? Ich hüpf auch mal mit ja. rüber und ja. da gehen wir dann wieder weg von hier. Ja. Finde ich wieder echt geil, ne? So, okay, dann bin ich jetzt hier unten. Das heißt, hier müsste direkt schon einer sein. Weg. Den haben wir schon mal. Was auch immer das ist, irgend so ein komischer Holz. Weil das Ding ist aus Holz und hat gescheppert wie Metall. Ach, der bringt er mich um, der Arsch. Ja, mach die Frikadine kaputt. Ja, der hat mich gerade umgebracht. Scheiße. War aber, glaube ich, versehentlich. Nee, der ist auf mich zugerannt. Der hat mich Plan kaputt gemacht, ja. Dann sag ich denen das da oben jetzt mal hier. Doch nicht, Freundchen. Oder ich steig mich einfach hier lang und hol mir die Schätze. Also so zum Beispiel. Oh, dann komme ich jetzt wieder runter. Hüpf.
Und dann ist ja nur noch einer, den wir ausbuddeln müssen. Und dann sind wir ja schon wieder weg hier von der Insel. Einer ist am Schiff von denen. Jetzt springt er rüber. Solange er nicht zu uns kommt, ist alles gut. Ja, aber der eine hat mich umgebracht. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Brauchen Sprengfass. Ich gehe an Türmchen und hol mir jetzt ein Sprengfass. Dana, pass mal auf die Leiter auf. Ja. Ich gehe mal auf den Turm. Vielleicht habe ich ja hier Glück. Wer war das? Er hat mich hochgeschossen. Okay. Ich mal ab, du Skelett, Heini. Ich muss hier buddeln. Hier an der Stelle. Hast du alles? 55, jo. Gut, ja. dann gehe ich jetzt mit dem Fass zur Frika, lass einen los und wir hauen ab. Klingt am Plan. Ja. Oh, Teasen. Was ist denn? Oh, ey, musst du einen so erschrecken? Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich lasse mich hier nicht von so einem Schwachkopf umbringen. Auf der Insel. Obi ist ja weg, ne? Ja, ja. Also ist ja von Bord, dann fahren wir schon mal wieder weiter. Ja, ja, ich bin jetzt bei denen gleich auf dem Schiff und lass erstmal was los hier. Auf dem Schiff. Bin jetzt bei der Frika an der Leiter und gehe jetzt mit dem Fass hoch, da lasse ich den Keller einen ab. Ah, ums. Er kann mich ja jetzt umbringen, wenn er will. So. Ah, ich höre sie, die kommen jetzt. So, einen habe ich kaputt gemacht. Die haben aber machst du einen Schubbruch, haben sie. Aber wie haben die doch? Leck mich am Arsch, ich bin doch hier unten im Keller. Ach Jungs. Wir kassieren zwar auch gerade ein bisschen, aber ja. War ja der Turm. Ja. Das hättet ihr nicht. Ja, hättet ihr mich nicht umgebracht, hör mal, werdet ihr jetzt noch am Leben. Das Schiff geht unter. Und tschüss, ihr Spassis. Hi guys, have fun, ciao. Oh. Ah, was seid ihr voll bekloppt. Meine Güte. Tja, das war's für die. Schiff ist untergegangen. Ja, mach das. Ich komm jetzt. Nixe, das machen wir. Weißt du, so eine Wohltat, weißt du? Ja. So eine leichte Befriedigung. Unten alles okay? Ja. Ja, ist alles okay. Riesen. Hm? Riesen? Ja. Raus wieder oder was? Ja, ich hatte einen Bug, ich komm gleich nochmal rein. Achso, gut. Nein, nicht einmal. Steuerbord, eine Schaluppe. Katharina, auch dir einen wunderschönen guten Abend und willkommen an Bord, Hallöchen. Oh ja, die. Ach, Scheiße, die stehen ja jetzt direkt am Außenpfosten. Was soll der Scheiß denn? Wer ist das denn? Oh, die Frika. Das ist auf jeden Fall eine andere Frika. Also nicht die, die du gerade platt gemacht hast. Ja, jetzt machen sie Segel runter. Also ganz gut, die sollen wir mal wegfahren. So, die Salat hebe ich mir für später auf. Naja, sie suchen das weiter. Warum haben die immer so viel Angst? Weiß nicht. Ich habe einen Namen gelesen. Mann im Wasser. Oh. Ja, wir tun denen aber nichts, die sollen einfach ihre Sachen machen, ne? Ahoi, I'm friendly, don't shoot. Wo, Anker? Ja.
I'm friendly, don't shoot, away. Ich glaube, das musst du oder darfst du, glaube ich, nicht sagen, weil dann schießen sie erst recht. Weil jedes Mal, wenn du das gesagt hast, haben wir auf die Fresse gekriegt. Und dann ist das so. Da ist ja einer auf dem Schiff bleiben und ihr bringt weg, ja, bleib, oder was? Ja, bleib du mal auf dem Schiff. Ja. Also wir werden die nicht blockieren oder was auch immer. Wir wollen auch unseren Scheiß einfach nur wegbringen. Ja. Also den kürzesten Weg hier so. Guten Tag. Hallo. Sind wir durch. Und? So, das wichtigste Ding ist abgegeben. Ja. Den mache ich mal winke winke. Juhu, hier. Winke winke. Ahoi, I'm friendly. Have fun. Oh, fix abgegeben. Nur. Hier ist einer an Bord bei uns. Ja, ich komm. Wie kommt der denn an Bord? Wir sind freundlich, ja. Aber er macht nichts, ne? Gut. Solange er keine Waffe zieht, ist alles schick. Ahoi. No. I come to Germany. Hey. Schick mal Waffe weg. So. Ich will ein Bündnis ein. Nö. Oh, es kommt noch Schalupe. Ey, heute ist hier echt was los. Also hier muss ich, einer muss ich hier auf jeden Fall so in die Tür reinstellen. Also der ist weg. Ja. Okay, aber gut, dann geht ja. Es macht mehr Sinn, wenn einer hier so in der Tür drin steht. Weil dann kann der auch nichts. Aber erstmal das Wichtigste. Du kannst da drin stehen bleiben, Dana, oder? Wir können doch durch dich durchlaufen, ja. Gut. Nur die anderen können halt da nicht durchlaufen. Wo kommt das Auge hin? Auch zu sehen, Tante. Echt was los hier, wa? Ja. Stau im Wasser. Das ist halt einfach nur. Was rennt er denn mit dieser komischen Kiste rum hier? Die kann er nicht abgeben. Hat Legendenklamotten an und rennt hier mit dieser komischen Kiste. Hey Kollege, du kannst mit der Kiste nichts ausreißen. Das kannst du vergessen. Schmeiß die Kiste weg. Da kommt schon wieder an Bord bei uns. Das sind wir. Ja, mehr, weil die Brigantine da hinten. Hat sich da jetzt hingeschwertet. Natürlich kacke, ne? Wir liegen ganz blöd weit weg von der Pier, weil ja. Ich glaube nicht, dass die Brigantine hinter uns freundlich ist. Jawohl, könnte doch freundlich sein, weil die wollen auch nur abgeben. Also bisher ist es ruhig hier an den Außenposten. Ja, aber dann auch ab und zu mal drehen. Die können auch von hinten hochkommen und reingehen. Ja, ich bringe ja schon mal zu. Okay. Die geben einfach ab. Wir geben einfach ab. Aber wenn sie fertig sind, dann geht los. Ja. Wir haben ja eigentlich das Wichtigste schon abgegeben, weggebracht. Ja. Hier den Feuerdings hier auch noch. Der hat ja nicht viel gebracht. Ja, dann ziehen wir dann jetzt noch das legendäre Ding durch da. Mhm. In Devil's Roar.
geht der Stream heute mal wieder ein bisschen länger, aber ist ja nicht schlimm. Mhm. Hallo Jason. Hallo Grobi. Grüße dir. Grüße dir. Wie viele Schädel haben wir denn noch hier von dem Müll? Alter Schwede, ein paar mal laufen. Hast du ja mitgekriegt, ne Jason? Einfach abgeben, die in Ruhe lassen. Ja. Bisher ist er jetzt so aus, als wenn wir auch einfach nur... Der läuft immer noch mit seiner Kiste da rum, ey. Vielleicht will er eine Spende haben. Der kriegt Spende von mir säbelmäßig Anklage machen. Wir auch nicht, ey. Jason, ein Schiff habe ich persönlich absaufen lassen. Bobby, da war ich kurz drinne. Ach so. Ich war genau unter dir im Wasser und habe gesehen, wie das Schiff hin und her gewackelt hat. Ja, der hat mich da, weißt du, wir waren da oben Schatz suchen und dann kam er da an, ich winke und der haut mir mit dem Schwert einen drüber. Da, wo du hochgegangen bist, da wollte ich auf der anderen Seite auch gerade hochgehen, aber dann hatte ich's, konnte ich da nicht hochgehen, weißt du? Dann bin ich nochmal rausgegangen. Ja. Und dann habe ich mir ein Fass geschnappt, bin da nochmal zurück und dann habe ich den im Keller losgelassen. Ja, es ist da noch einmal so eine pockenbewuchsene Truhe und dann so alle. Der kann Grubi die legendäre Karte auf den Tisch klatschen. Ja. Dass wir sehen, wo es hingeht. Wo sie hingeht, die Reise, die tun. Reise. Ja, ich leg's schon mal ran. Die Reise. Hey Grubi! Ja? Nee! Was denn? Nee! Was nee? Du kannst mich mal. Bändenöl aufgemacht, naja, das hat so gescheppert hier. So. Ich kann nicht. Das die hier? Weiß jetzt nicht, ist das jetzt Antenas Dark Relic, Julian Warriors the Devil's Roar? Ja. Okay, liegt auf dem Tisch. Genau die. Was ist jetzt mit der Kiste hier? Das ist also, die kann weggebracht werden eigentlich. Ja, mach ich schon. So, wo müssen wir dann hin? Venezuela. Nee, ne? Oh Mann, jetzt haben wir richtig Stress, ey. Ah, ist das ein Stück, was wir fahren müssen? Und Pinslock Venezuela. Die sind auch wieder weg, die Schiffe. Warte mal auf Kobi. Nö, fahrt schon. So, bin ich mal gespannt, wie lange wir dafür brauchen. Wenn es in die Hose geht, dann geht's halt in die Hose, ne? Also. Ey! Die sind gerade. Ich weiß, wie man das macht, dass es keine Meerjungfrau ist. Ja, ich geh runter. Also, die sind gerade runter in die Legendenhöhle gegangen, ne? Haben denn ihr Schiff versunken und keine Meerjungfrau war da. Ah, so machen die das. Achso, so war das ja. Noch ein Schritt. Und halt! Meine Bande kämpfen, die Verkratzer wollen wir wieder aus. Warum nicht eine Kanonenkiste mit 24 Kugeln? Ab in den Fässern damit. Ja. Andere, die hier an Bord kommen, die freuen sich. Grobi an Bord gekommen oder warum stehen wir auf der Stelle? Hallo, ich bitte dich, ja. Was kann ich dafür, wenn du nicht manövrieren kannst hier? Was kann ich denn dafür, wenn das Ruder über Backbord geht? Aber was kannst du ja nicht dafür? Kein anderes gesteuertes Schiff. Ja. Okay, dann mache ich jetzt mein kleines Päuschen. Mach doch. Tschüss. Tschüss. Nee. Erstmal wir beide wieder unser. Warte. Eins, zwei, drei. Yeah! Ey, voll synchron. Ha, ha, yeah! Sehr gut. Ja, Leute. Kannst du AFK gehen. Tschüss. Ja, okay, bis gleich.
Wollen wir heute wieder auf ihr reiten oder was? Wenn ich mich jetzt umdrehe und das ist der Weiße, das ne? Das ist der Blaue, der täuscht immer nur an. Also, der täuscht an, als ob er uns angreift und dann schnell weg. Ja. Na, gestern der. Auch der Blaue, der war leicht verwirrt. Auf den ich geritten bin. Der kann das schon von sich behaupten, auf dem Megalo zu reiten. Der täuscht nur. Kommt gar nicht hinterher, ist viel zu langsam. Ja, er täuscht nur. Hm? Also er fett angetäuscht. Ja. Hoffen, weil wir ihn mit nicht beachtet haben. Oh nein! Oh. Ich fahre mal kurz unter Land, dann ist aber wir sind wieder löcherfrei. Obwohl ich da. Ja, und trocken sind wir jetzt auch wieder. Ah, Insel! Naja, ich fahr kurz unter Land, dann hau da ab. Das ist ihnen nämlich zu seicht. Ich muss mal kurz meine Steckdose holen, ne? Die liegt da hinten. Wo? Weg ist er. Warte. Wieder lang gefahren hier. Nach oben, nach Nordosten. Hallo Herbert, auch dir einen wunderschönen guten Abend und willkommen an Bord. Und natürlich. Hallo Herbert. Doch mal, jetzt ist es ja nicht direkt am Ende des Streams. Trotzdem nochmal danke für die 25 Euro Trinkgeld für die Jugendfeuerwehr. Spende für die Jugendfeuerwehr. Alle, die es noch nicht wissen. Sämtliche Donationen, die hier reinkommen, gehen direkt aufs Jugendfeuerwehrkonto. Also, ich mache das für die Jugendfeuerwehr. Ja, das werde ich den natürlich so schnell wie möglich wieder berichten, dass wir wieder ein bisschen was bekommen haben von unserem lieben Herbert. Okay, ja, angekommen. So, ich blende mich wieder aus, weil... wieder. Die Straße kehren. Wieder da. Jo. Ja. Der Herbert ist auch da. Warte, auf drei. Eins. Zwei. Drei. Das wie immer. Hallo Herbert, grüß dich. Aber warum geht das Raucher-Icon nicht? Weiß ich nicht, was du wieder gemacht hast. Warum findet er das nicht? Wieso höre ich denn hier noch einen Schädel? Haben wir hier noch irgendwo einen Schädel? So, hier. Okay. Die Szene war falsch ausgewählt. Ja, irgendwie muss noch ein Schädel an Bord sein, ne? Weil es die ganze Zeit am... Ich höre das auch. Ja. So, das ist ja jetzt... Hä? Okay. Jetzt blendet er was anderes ein, das ist auch gut. So. Wir fahren ja immer noch geradeaus, passt ja noch. Besser, aber kommst vorbei. Das ist ja schön. Hallo, ich will meine Startleiste haben. So, Startleiste. Ach, da ist sie.
Wo ist denn dieses blöde Ding? Alter. Oh. Jetzt blendet er das Richtige ein, ne? Ja, jetzt macht er es. Irgendwo ist noch ein Schädel. Ja, der spackt bestimmt wieder irgendwo zwischen Holz oder so. Ja, ja, aber außen meine ich bestimmt. So. Jetzt war das Bild länger eingeblendet, als es eigentlich sollte, aber naja, gut. Aber ich bin ja fertig mit der Quarzerei. Habe für euch nächstes Jahr so im März zu Besuch. So eine Woche. Weißt du, wie ich das sage? Habe von euch nächstes Jahr. Habe vor. Habe vor. Vor, ja. Ja, ja, ja. Wie blöd. Möchte euch im März eine Woche besuchen kommen. Ja. Herbert, bis hier in Rostock bist du doch ne? Gerne eingeladen. Bei uns in Warnmünde, bei der Feuerwehr. Den kannst du mal gucken, kannst du da mal. Und dann werden wir natürlich so einige zusammentrommeln von den Kids. Die werden sich dann alle freuen, wenn du da bist. Mal schaust. Ist das dein Schädel, was so am Brudeln ist, sag mal? Nö. Hörst du das auch? Ja, ja. Entweder ist es einfach nur ein Bug. Ja. Weil unten in der Kajüte hört man. Es ist ein Bug, ich höre gar nichts. Ja, dann ist es. Bug. Warte, ich komme gerade nochmal zurück, da kann ich auch nochmal hören. Ja, ist hier hinten halt am. Ja, hinten, ne? Steuerstand, da hört man dieses. Am Steuerstand? Ja. Und da hört man das Zischen. Dauerhaft? Ja. Ja. Hab ich nicht. Ja, dann haben wir einfach nur einen Bug. Steuerbord! Steuerbord, eine Afrika. Jo. Geh mal ein bisschen looten. Ja, auch eine Legenden-Frick. Mhm. Frage die Frick. Oh, Flaggengruß, ne? Ahoi, ein Friendly. Die labern hier. Oh Gott. Er rennt an mir vorbei. Alles gut. Wir haben nämlich die falsche Flagge drauf. Da 10 Bananen. Ja. Flaggengruß. Ey, die haben ein Ruderboot mit einer Harpune. Hatten wir gestern auch. Mhm. Hallo, wir haben wir gestern auch gehabt. Hallo. Ja. Also, schon mal voraus. Hey. Morgen wird kein Livestream kommen, da wir morgen in der Vorbereitung sind, um nach Köln zu fahren. Deswegen geht der Stream heute etwas länger, dass ihr ein bisschen was noch davon habt. Und dann geht es ja dann dementsprechend Samstag denn los bei dem Programm. Also die werden wir uns bestimmt uns Freitag nochmal melden. Über Internet. Vielleicht einen kurzen Stream machen oder so. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Aber dann definitiv Samstag auf der Gamescom, da geht es dann live zur Sache. Übers Instanznetz. Übers Internet. Instanznet. Ja, mal schauen, wann wir genau anfangen, ob wir vor der Halle anfangen, ob wir drinnen erst anfangen. Und halt, nebenbei werden wir mal noch so ein paar kleine Videos aufnehmen. Die wir dann so zusammenschnibbeln als Vlog. Big Flag, oh. Ja, mit hinfahren und blablabla und den ganzen Gedönse. Was schreibst du in deinen Krisen?
Wir wollen bündig eingehen. Achso, habe ich nicht gelesen, Entschuldigung. Nö, das kannst du auch nicht lesen, weil ihr weg seid. Ah, das ist ja dieses Wochenende. Ja genau, Herbert, die Gamescom, die läuft schon im vollen Gange, so gesagt. Also gestern war ja die Presse, glaube ich. Heute war dann für Fachbesucher. Und morgen ist ja dann der erste offizielle Gamescom-Tag. Am Donnerstag. Wo dann alle anderen hingehen können. Ja, und wir sind ja dann halt Samstag auf der Gamescom. Weil Samstag das Essen am billigsten da ist. Ja. Weil am Samstag lassen sie dann auch Ossis rein. Ja, und ein Wessi. Ne, zwei Wessi. Ich wollte gerade sagen. Ein Wessi, war ja gut eben. Ja, es geht da. Nein, natürlich nicht. Was? Deine Frau kommt auch mit? Ja, natürlich. Oh Gott, oh Gott. Braucht er Securities, ne? Security. Grobi als Abfänger. Ist klar. Der schmeißt sich immer so dazwischen. Sie tut schon an, da bin ich schneller weg. Einen schönen Abend und noch viel Spaß. Danke, Katharina. Bis zum nächsten Mal. Komm gut in deine Hängematte. Ja, Nachti. Gute Nacht, meine Süße. Also beides hören. David, du musst ein bisschen mit deinem Körper nach links gehen. Wir haben rechts einen Ausschlag. Warte. Ja, tatsächlich. Ey, überhaupt nicht. Das war geil. Ich will jetzt aber sagen, ich bin fett. Oh Mann. Das war gut. Vor uns eine Insel? Ja. Ja. Hi. Oh Gott. Besser? Steuerbord, aber kommst du dabei? Ja, so ein Sprengkast was dabei. Gott. Das war wirklich gut. Haben wir ja Glück, ne? Die Insel hat gerade aufgehört zu randalieren. David ist nur dick angezogen. Genau. Andreas hat das erkannt. Andreas, was bist du doch für ein kleiner Schleimer? Ey, du gehst weg hier. Geh mal hier ganz schnell nach Osten. Wir fahren an Venezuela, fahren wir vorbei. Ja, fahren wir dahin. Backbord ist er nämlich, genau Backbord. Ja, dann fahren wir dahin. Kann ja nicht schaden, wenn wir da hinfahren. Da hinten die Insel, das ist sie doch. Ja. Oh Mann, das ist... Geh mal nach links, bumm. Das habe ich so schön aufgenommen, weil das siehst du richtig geil, ey. Okay, du bist genau auf Kurs. Ich wusste ja, dass das Schiff sich gerade nach Backbord neigt. Das hat dann auch wieder wie die Faust ins Auge gepasst. Aber sowas von. Ich gehe rüber und das Schiff legt hier auch noch Backbord. Das war geil, aber wirklich geil. Oh Mann. So. Ich habe keine Ahnung, wo wir ranfahren. Wir fahren hier oben jetzt an die Spitze ran, ist ja völlig wurscht. Weil die Skelette, die sind eh irgendwo da auf dieser Insel. Pinlock, Venezuela. Da vorne an der Sandbank können wir anhalten. Ja. Okidoki. Dann hauen wir mal die Bremse rein, wa? Noch ein Schnitt, noch ein Schnitt, noch ein Schnitt. Und halt! Keine Bange, Captain, die Pakratzer wollen wir wieder aus.
Genau. Der will doch jetzt nicht steil gehen, der Vulkan, aber. Und das Allerwichtigste geht steil. Burp. Da ist das nur so ein Vorbote. Vorbote ist ja nicht schlimm. Ui, ihr wackelt ja alles. Oh. Wie das ist, wenn er qualmt, dann weiß ich Bescheid habe. Ja. Ich suche so lange mal die Skelette. Ja, ich komme hinterher. Ich hasse diese Regen hier. Oh. Rumpeli Bumpeli macht das hier. Ja, ich muss schon sagen, David, deine Figur ist so schnell gut unterwegs. Oh, ja. Er bricht aus. Ich versteck mich irgendwo, keine Ahnung. Wir bleiben aber liegen. Ja, haltet einfach das Schiff stoppen. Ist der Anker jetzt Anker, ja, ne? Anker ist ja. Anker sitzt. Oh, dann bleiben wir an Bord und machen das Schiff. Ich hole schnell die Höhle. Wo ist die Höhle? Da hinten. Ah. Ab nach unten, anders sterben wir gleich. Ich bin auch schon unten. Ich auch. Ja, ich bin weiter unten. Und ein Eimer. Ja. Wir sind bereit. Ja. Ich bin hinter dir, David. Ja, wir müssen schnell aus dem Wasser raus. Oh, das Wasser wird heiß. Oh, es blüht schon. Oh, ich werde gekocht. Oh, ich auch. Oh, mein Schniepel platzt. Da oben ist die Höhle. Oh, guck mal da. Lauf! Oh, ich bin tot. Oh, jetzt geht's los. Scheiße. Oh, der fette Felsen, die wir hinten sind. Aber wie? Das ist auch beide erwischt. Oh Mann, ey, wir waren so knapp vor der... Also, wir sind noch trocken, ne? Ja. Vor der Dingensbummens. Vor der Höhle. Mal ein bisschen lauter sagen, damit wir auch mal... Wir sind trocken. Kriegt nicht die rote Dings hier, obwohl wir vom Vulkan platt gemacht haben. Nein, Boogeyman. David, aufpassen, ich komme gleich und klaue dir alle Städte. Ich bin da. Aber Räuber. Oh, Johannes ist ein Räuber. Au, heiß! David, auf aufpassen, ich komme gleich. Ja, schnell unter Deck. Das hilft uns nicht. Nee. Das sieht ja geil aus, ne? Aber also ich habe hier eine Grafik, das ist nicht mehr normal. Oh, Wumms. Da regnet Asche vom Himmel. Es ascht und Himmel Regen. Habe ich euch nicht mal immer gesagt gehabt, hier unten wird nicht geraucht. Na, ein Glück schießt er über uns drüber, ne? Ja, ist trotzdem blöd. Ja. Und das muss denen doch auffallen, dass nicht viele gern dieses Devil's Roar machen. Jetzt hat er aber nochmal hier Tischfeuerwerk abgelassen. Ich geh mal hin, ich gucke jetzt mal, ich geh mal vorbei. Yeah. Oh. Ach, ich bin schon wieder tot. Sobald du auf die Insel gehst, hat der Felsen eben so eine kurze Kurve geschmissen, also als wenn er dich direkt treffen wollte. Ja, der wollte das. Weil ansonsten fliegen die genau über uns drüber, die Dinger, ne? Okay. Also sobald du versuchst, auf die Insel zu gehen, macht er dich platt. Ja. Nicht schön. Voll doof. Oh, da kommt wieder ein Felsen. Bom! Da kommt auch ein fetter Felsen. Oh, der kommt direkt auf mich. Oh. Alter. Oh, das ist Horror. Was war das denn? Das war ein Felsen in der Größe von der Schaluppe. Der uns ja gerade erwischt hat. Da kommt noch so ein Ding. Da wäre schon gar nichts mehr übrig, selbst vom Vulkan. Was der hier an okay. Von einem neuen Berg machen. Wow. Der war knapp daneben. Schwert dich weg, Oma. Ja, Baby. Ein kleines Ding.
So, jetzt kannst du mal wieder, ne? Auf, ja. Gano, ja, auf, du. Ey, komm, ein gibt er noch. Also, ja. Oh. Jetzt kommt das Finale. Und einfach stehen bleiben, gar nicht bewegen, das sieht er dich gar nicht. Oh Mann. Ich hole mir mal kurz was aus dem Tiefkühler, ne? Oh. Oh. Den habe ich weit weg. Au. Oh, leck mich doch mal. Paff. Ja, komm, jetzt. Ja, aufgehört. Jo, wunderbar. Hey. Ach, scheiße, ist ja noch heiß als Wasser. Jo. Haut. Wo ist mein grüner Stein? Der war da hinten. Ich geh mal hier auf der rechten Seite jetzt. Hey, Skeletto! Hier Randal. Oh, weg ist er. Die sind nämlich bestimmt auch da hinten, die Skelettos. Ja, ja. Überall Asche. Ach, heiß. Ja, hier wird schon lauter. Nee, doch nicht. Ihr kommt ja nicht hoch, ihr kommt ja nicht. Seit wann kann man denn nicht mehr über die glühenden Dinger laufen? War schon immer. Ja. Ja, wenn er aktiv war, dann kannst du da nicht drüber laufen. Oh, ich sehe meinen Stein da hinten. Dann wird dann das Wasser wieder kalt. Aber ich höre die sind da hinten, wo der Holzsteg ist. Ja, ne? Da, wo das wir gerade waren, ja. Ja. Da ist auch mein Stein, mein grüner Stein. Wasser, wird mal wieder kalt. Da ist ein Dicker, der geht an meinen Stein. Ich komme hier nicht weg. Pack ich mal da auf den Steg. Lopap, lopap, lopap. Ah, hier sind sie, hier. Bei dir auf der Seite? Ja. Ja, dann komme ich rüber. Aber es blubbert noch, ne? Aber das sind Goldies. Und ein blauer Stein. Aber wie lange bleibt denn das Wasser noch heiß hier? Ja. Das ist ja eigentlich nie so. Ach, jetzt. Hey. Doch. Nee? Doch, jetzt. Also, direkt voraus. Mhm. Dann ein bisschen besser, sagt Johannes. Dankeschön. Oh, ich habe einen grünen Stein hinter mir. Mhm. Und da liegt doch ein blauer Stein da bei denen. Aber ich suche hier ein Sprengfass. Jetzt bin ich im Stein verschwunden. Als ob. Leuchtet ist aber ganz schön hell hier in der Wildschwar, würde ich mal sagen. Wo bist du? Ich glaube erstmal Richtung Schiff hier, dass sie den grünen Rubin denn sehen. Ja, ich nehme den blauen, geh auch dahin. So. Dann kümmern wir uns um die Skelette. Dana? Ja? Wo bist du? Ich schwimme hier gerade zu dir. Okay, ich lege auch noch einen Stein dahin. Ja, schon verstanden. Jo. Hey. Oh, David! Was denn? Du hast einen Dauerträger, richtig laut. Was ist das denn jetzt? Oh. Okay, ist wieder weg. Schwarz, genau. Oh, immer noch Schauertod. Schauertor. Ja, ja, er weiß es auch. So, ich bin wieder da, ne? Ja, schön. Das ist ein paar Skelette hinter dir her. Ja, ich weiß. Einer ist weg. Und der andere auch. Scheiße, Munition haben. Hast du keine? Nee, ich muss mal gucken. Oh, noch mal Vollsteg.
So, jetzt müsste es wieder gehen da. Ja, ja. Ja. So, da geht's schon mal. Ich glaube, mein Mikrofon ist einfach nur gerade soundtechnisch abgeschmiert. Wie kommt das? Keine Ahnung, wovon das jetzt kam. Okay. Ich habe es jetzt einmal rausgezogen, wieder reingesteckt. Ah, okay. Muss ich nur. Ist es statisch aufgeladen oder was? Ich weiß es nicht. Mhm. So, jetzt müsste es wieder gehen. Ja, genau, jetzt geht es auch wieder. Oh Leute, ich habe keine Ahnung, was hier gerade mit dem Mikrofon los war. Ich hatte Dauerton, irgendwie lautes Kratzen oder was auch immer. Ja. Das hat sich nicht gut angehört, ja. Ich weiß nicht, was es ausgelöst hat, aber ich habe jetzt einfach mal ganz schnell versucht, das wieder zu reparieren und es hat scheinbar geklappt. Robi, ich komme! Hopp. Warum auch Aua immer das Mikrofon sich gerade verabschiedet hat. So einen Dauerträger geschmissen hat. Oder was auch immer es sein sollte. Na komm, jetzt geht er durch diesen. Ja, genau. Los, einer muss hier noch durch den Geysir. Gut, gut, gut. Gut. Und noch einer durch den Geysir. Komm. Gut, gut, gut. Ja, der braucht jetzt zu lange. Das fliegt mich selber auch noch hoch. Ja, immer schön durch den Geysir laufen, ihr blöden Goldies. Na komm. So, nicht. So, erledigt. haben die Geysire mal für mich erledigt. Ja, das ist schön. Aber ein Schädel liegt da ja jetzt noch, ne? Hier ist eine Meerjungfrau, ne? Ja, die interessiert uns doch nicht, die Meerjungfrau. Das wahrscheinlich bin ich da, weil wir so weit weg werden. Achso, genau. Meinst du Nixe? Weil die Nixe ist ja was anderes. Ich dachte, du meintest jetzt halt diese Steinfigur wieder. Ich meine schon die Meerjungfrau. Ja, die Nixe. Ja, Meerjungfrau. Die Nixe, schöne Nixe nennt man auch Meerjungfrau. Ja, Jason. Aber es gibt zwei Meerjungfrauen hier. Einmal die Meerjungfrau, die aus Stein ist, die nennen wir Meerjungfrau. Dann sage ich Steinmeerjungfrau. Oder halt die blöde Nixe, die denn da uns nervt. Nixe-Meerjungfrau, ja. Holt jetzt einer noch den Schädel ein? Ja, wir sind auf dem Weg. Gut, dann plotte ich schon mal das nächste und. Keine Ahnung, wie die Insel noch hieß. Die sind hier so selten. Aha. Wo genau ist Fetchers, da hinten? Fetcher's Rest. Ja, Fetcher's Rest. Im Norden geht die Kreuze. So, ich hoffe mal, dass das Mikrofon nicht normal abstürzt. Aber ich vermute mal, dass mein Kabel defekt ist. Komm, das hier Richtung Norden weiter. I'm coming. Toll. Ja, noch keine Segel setzen. Nein. Da mal. Harpune kommt, Grobi. Mein Steuerrad etwas verschönern. Etwas, da noch mal gleich. So, jetzt noch mal. Darf ich das alles wieder oben? Ja, natürlich ist alles wieder oben. Kiefer. War ja nur eine kleine Störung. Lassen wir uns doch nicht von ärgern. Warte mal kurz. Etwas nach rechts. Bis gleich, Leute. Jo, Annika. Noch ein Stück. Bis gleich. Ist das zu weit? Ach komm, jetzt. Dana übt gerade. Warte. Ja, aber ich will fertig werden. Ne? Achtung. Obi, lauf mal her. Oder wir wollen fertig werden, weil wir ziehen ja sonst nur unnötig in die Länge. Los, fahr los. So, los geht's. Adjust Rest. Das ist ja hier direkt neben uns schon. Hier. Eins, zwei, drei, vier Kreuzchen. Jo. Wir werden die auch so nördlich anfahren, weil die sind ja alle oben im Norden da. Mhm.
Denn David, andere Leute würden sich ärgern. Ach. Johannes, ich vermute mal, dass es das Kabel sein wird, weil geknickt ist und jedes Mal, wenn man gegenkommt, dann gibt es so hässliche Töne. Und das Kabel kann man austauschen, das ist nicht das Schlimme. Und da ich scheinbar eben gerade, bevor es auftauchte, und die Kabel ein bisschen beiseite geschoben hatte, ja, kam dann diese Mega-Störung. Passiert. Ja. Wäre ja auch zu einfach, wenn es mal ne, alles immer perfekt laufen würde. Stimmt. So, das ist doch jetzt hier die Insel, ne? Ja. Was? Und wir müssen aber noch ein Stück weiter rum. Ja. Hier hinten steht nur wieder rum. Ich gucke. Hier nicht rum, ich bin an der Tastatur dran. Wir gehen einfach hier in die kleine Bucht rein. Segel sind oben. Ja, ja, ja. Da passen wir auf jeden Fall nicht durch, das weiß ich. Oder mal einen Anker rauskloppen. Oh, direkt hier am Strand ist eine. Da ja. Glänzt was. Da muss ich mal gucken, was da glänzt. Finden wir eine Flaschenpost. Wir sind auf jeden Fall da bei dem Steg, also das passt eigentlich. Nee, es ist keine Flaschenpost. Oh. Was habe ich denn hier gefunden? Das war nix. Ich hab's gefunden. Oh. gefunden. Schön. bei dir. Dann stelle ich mal einfach hier am Strand so. Aber wir haben ja noch. Mehr. Wo ist denn mein Schatz? Ach, hast du den mir aus der Hand geschossen? Ja. Ich wundere mich immer. Ich war. Hast du es nicht mitgekriegt? Nee, habe ich gar nicht mitgekriegt. Hier ist hier irgend so ein holziges Ding, was ich anhört wie Metall. Hier liegt was, Dana. Legt das hier hin? Holzgalion oder sowas habe ich hier in der Hand. Hä? Zeig mal. Ja. Geil. Oh, das ist ja wohl geil. Ich habe noch nie gesehen. Was? Ich will auch sehen. Wo? Steht hier am Strand. Weil einen haben wir hier noch. Und zwar auf der Seite dann. Da. Probieren wohl alle. Wieder so ein Glubschauge. Ja. So, dann haben wir das auch fertig. Dann geht's jetzt nach Assensrix. Assensrix. Wie sieht der denn aus? Perfekt. Perfekt. Ja, manchmal krieg ich das hin, aber manchmal auch nicht. Komm nochmal. Stand da jetzt eigentlich letztes Kapitel, habe ich gar nicht gelesen. Nein. Wir müssen ja noch einen machen, dann kommt erst. Letztes Kapitel. Also. Ich war schneller, Grobi. Ja, also, wo kommst du denn her?
Dana hat mich hergeschossen. Ach so. David, ich kann dir das jetzt wirklich nicht sagen, ob das jetzt... Ja. Ach du schon, jetzt waren wir komplett runter in den Süden, ey. Oh, Ashes Ridge. Ach du ja. Scheiße. Einmal von Nord nach Süd. Okay, alle. Und da gehen die Vulkane. Da hinten links ist ein dicker Vulkan. Anker auf und dann geht's los. Anker! David, du kannst ja löten. Nö, nee, das brauche ich nicht löten. Das ist ein. Das ist so ein 2-Euro-Gabel. Das ist. Gut. Da ist Lötaufwand zu groß. Dann gehe ich mal kurz löten auf dem Balkon. Da ist der Lötchen teurer als das Kabel. Ja, das genau. Stimmt. Nur kurz im Hintergrund. Ja. Dann bis zum nächsten Mal, wünsche euch noch viel Spaß. Danke, Andreas. Gute Nacht und komm gut in die Hängematte. Gute Nacht, Andreas. Gehen das noch schnell durch und dann machen wir auch Heierbuben. Da es ja ein etwas längeres Stück ist, werde ich nämlich auch noch meine rauchen. Ne? Gute Nacht. La 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 la. Haben wir erstmal südlich. Oh. So sind die Geier hier durch, so. Die Vulkan. Der direkt neben uns ausbricht. Natürlich ein bisschen Abstand halten können. Wegen der Aua wie und so. Okay, von dem sind wir weit genau weg. Ja, so. Oh! Da ist er weiter getroffen. Oh, ich geh runter. Hat uns mal direkt von dem Vulkan rüber geschubst. Darfst du schießen? Ich hab mich gerade ein bisschen über Wasser geschöpft, aber ich kann das Loch auch zumachen, ja. Und runter. Also, da denk mal, da kannst du ganz gemütlich hier langfahren. Nein, da müssen ja die Vulkane wieder anschießen. So. Weil das Rauchen unterbrechen. Also, kommt mega du auch noch. Warum nicht? Der rote. Okay, wieder da. Soll ich wieder auf ihn reiten? Ja. Wo ist der? Der rote ist das rote. Oh, der rote. Yeah, reiten! Habt ihr es gesehen? Ja. Ich stand aber länger drauf. Weißt du noch, wo ich da fast eine Minute drauf stand? Brauchtest du nicht noch einen roten, Kobi? Boah, aber da haben wir keine Zeit für. Oh! Scheiße. Hat der mich hier weggeschossen, ey? Scheiße, ey. War das, die greift mich an? Ey, der rote ist immer aggressiv. War nur eine Frage der Zeit, wann er hat. Geh bei mir, Kobi, komm her. Ja, ich komme. Ich bin cool, ich bin aber weg, ne, Gobi? Ja. Mein Gott, ey. Nur kein Holz mehr.
Das ist doch nicht wahr jetzt, oder? Das Loch auch noch schnell zustopfen. So. Oh, das Wasser steht ja Oberkante, Unterkante. Ja, das geht, ja, ich bin ja da. Hab ja schon die Löcher gestopft. Ja. Nächste Insel, Holz sammeln, Leute. Oh, hey, Holz haben wir noch. Ich hatte nur kein Holz mehr auf Tasche. Ach so. David, du bist ein Skelett. Nee, Dana. Dana ist ein Skelett. Ja, weil der Halm mich gefressen hat, angefressen hat. Ach so. Nichts mehr von dir übrig gelassen, oder was? Da brauche ich dich irgendwie... Bleib mal stehen, Dana. Dana, bleib stehen. Warte, ich glaube, sind... Ja. Okay, warte. Oh, Benähnchen hinterher. Soll ich mal einmal wegnehmen? Nö, brauchst du nicht. So, habe ich jetzt fotografiert. Alles klar. Banane ist wieder zum Kotzen. Banane ist zum Kotzen. Annika ist wieder zurück. Das kotzt übel, weil ich eine rohe Schlange gefuttert habe. Und wir müssen weiter südwestlich, okay. So, süd-südwest. Die Richtung. Einfügen. Kopieren. Copy and paste. Ja. Copy and paste. Dana hat ab. Genommen. Speichern. Okay. So, dann haben wir da hinten haben wir jetzt noch eine fremde Galeone. Ja. Ah ne, Geister. Alles gut. Okay. Ist nur eine Geister. Ja. Aber dafür steht an der Insel steht eine. Ja, Frika. Ne, Frikadelle. Frikadelle. Da müssen wir hin, oder was? Da Fässer mit bei? Nein, zum Glück nicht. Oh Mann. Naja, warum sollte der Megalo auch nicht nochmal vorbeischauen, ne? So, hinter dem komischen Posten einfach wieder nach Süden runter. Wieder an der Route. Hey, oh, wieso ist denn unser Anker-Ding kaputt hier? Ja. Hat der Megalo kaputt gewesen? Aber wir müssen mal Holz holen. Du kannst ihn kein Holz nehmen. Aber ich schon Holz da hab. Was sagst du? Ich und Dana waren schneller als du, Bobby. Ja, ich hab kein Holz gehabt. Ja. Ich auch gleich. Wo ist der? Oh, da hinten. Die dezente Schatten hier auf der Seite, ne? Kommt von der Webcam. Ich hab mich gerade gefragt, wo der Schatten herkommt. Ich sehe keinen Schatten. Na, hier auf meinen Arm habe ich hier so einen. Ach so, ja, jetzt sehe ich das. Ja. Ja, nee, das ist der Mast. Kann auch sein, ja. Wo ich meine Webcam noch nicht. Ein kleines Stück rüber, weil wenn ich mich so ein Stück rüber setze, dann passt es wieder. Aber hier, den Mast müssen wir auch noch reparieren, Leute. Ja, mach ich. Mach ich schon. Ja, muss auch noch. Der bricht doch noch nicht, Mensch. Trotzdem. Reparieren. Wir auch. Ach, das ist hier überall. Was haben wir denn hier abgekriegt? So, alles kaputt. Aber sowas von. Da kaputt, hier kaputt, alle kaputt. Dort kaputt, alles kaputt. Nix mehr ganz, alles kaputt. Fußboden kaputt. So, zwei Quadranten noch, dann sind wir bei der Insel, wo wir die Skelettos, die Grünen von den Geysiren verköstigen werden. Dann bauen wir mal hier lang. Da, dann da lang, da rechts. Weißt du, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe, David? No. Gaione Schaluppe. Nee, das ist Steuer. Nee, das ist Backbord. Also, rechts ist Steuerbord, das ist der Geisterschiff. Nein, Backbord steht an einer Insel. Ey, was ist denn da passiert, dass alles hier im Arsch ist? Das war der Hai. Das Steuerrad wurde ja vom Vulkan zerstört. Das sieht richtig gut aus.
Ja, ein bisschen. Habe ich wieder ein bisschen geflickt. Ja, aber provisorisch schon mal. War hier auch im Mast. Mast ist ja auch noch am Arsch. Ja, und das Beste ist, wo ist das Seil befestigt? Guck mal, wo ist, Das ist jetzt ein WLAN-Steuerer. Oh Mann. Nix ganz hier, alles im Arsch. Alles kaputt. Alles kaputt da. Alles kaputt da. Kaputte Maschine, defekt da. Ihr wollt ihr Holz, Pfeffer, Bohnen. Morgen Eissalat. Eiersalat. Mit Mayonnaise. Uah, nee, da muss ich ja pupsen, muss ich ja denn. Nee, das mache ich erst am Freitag. Freitag früh. So, dass ich Grobi direkt. So, dann machst Backboard, du einen Salat, ne? Backboard mit ist, Mayonnaise, David. Backboard ist hier so ein Schiffchen hier, wie heißt das? Ja, Fricker. Ah, ne, Backboard, ja, da. Ne, die fahren ja woanders hin. Das andere Backboard. Dieses da? Ja, das da hinten da. Ne, hinter uns, Jason, da. Das da. Oh, hallo! Oh, hallo! Ich bin's Tim! Ich bin's Tim! Nein. Ach ja. Da. Wo kommen wir eigentlich an? Jetzt nochmal auf der Karte gucken. Schnell. Ja, können wir eigentlich direkt da vor uns Anna? An die Strand gehen. Damit du mal zunimmst. An die das Strand. Immer noch ein Skelett? Ja, ja. Pässe! Ja, und blauer Rubin. Den kick ich! Zwei blaue, ne, ein blauer Rubin, zwei blaue? Eine. Egal, wir fahren da vorbei. Boah, hab ich mich erschrocken, leck mich doch mal! Geh weg! Oh, der kommt! Er will nur spielen! Dausack, fisch ab! Und hier das geleckt hat er eben. Oh! Ja, klar. Als ob! So, Anker mal klar machen. Ich bin unten am Reparieren. Ja, ich mach Anker. Einer zum Scheffeln kommen hier. Das sind drei, vier Löcher. Ja. Also nochmal. Anker klar machen heißt hingehen und auf das Signal warten. Jetzt liegen wir wieder 3 Kilometer vor der Insel. Ich habe gedacht, es klappt inzwischen mal hier mit der Crew, aber ne. Ich war unten am Reparieren. Ja, du getroffene Hunde bei. Ja, ich bin hier schuld. Ja, das machen wir schon immer so. Wenn ich sage klar machen, heißt nicht Anker fall. Junge. Ein Glück haben wir den Schwertrick. Oh, hopp. Ja, mach mal Anker hoch, komm. Nee, das lohnt sich jetzt hier nicht. Hier glänzt was. Wo seid ihr? Spatzen. Seid ihr da unten? Irgendwo? Raupi! So später Stunde. Mit Gold im Mund. Ist ja Raupi da. Ein wunderschönen Namen. Hallöchen. Hi, Skeletto. Ja, klar. Wir sind, Steuerbord Seite 8 an. Mhm. Ach, ihr Seeräuber. Ach, ich bin in so ein Loch reingefallen. Scheiße. Aber ich bin noch direkt angekommen hier. Aua!
Aua, Mensch! Hast du sie schon entdeckt? Ja, ja, ich hab die Kapitäne alle, die schießen auf mich hier. Ach, ich bin tot. Die sind unten. Oh, oh, oh. Will er jetzt etwas schon wieder ausbrechen, der Vulkan? Bin auf der Fähre. Ach, mach auf die Tür, Junge. Nein. Ja, der Vulkan bricht, glaube ich, aus. Ach komm. Herr Burchtausch, alle weg hier, alle auf dem Boot. Ja, ich gehe mich in der Höhle verstecken. Ach, der Vulkan bricht aus, der blöde Hai ist hier, was ist denn noch alles? Ich versteck mich in der Höhle, da trifft er mich nicht. Wo ist denn der Vulkan ausbrechen? Ach komm. Wo hab ich denn jetzt festgepackt? Ich stand da völlig im Freien. Oh, ich glaube, wir machen mal Anker hoch und fahren mal ein Stück weg, ne? Nein. Wie nein? Bleib hier. Au! Oh. Geh jetzt schlafen. Wegen Schule. Nein. Oh, dann den Stream morgen nach. Alles klar, Robi. Gute Nacht. So, ich schieße mich jetzt wieder rüber, da ich will wieder in die Höhle. Och, ist das Wasser heiß. Oh, ist das Wasser heiß. Und ich muss hier noch schnell reparieren. So. Ha, daneben. Dingens. Ah, heiß. Bin ich an der Höhle vorbeigelaufen? Ja, tatsächlich. Ah. Schon wieder heiß. So. Ja, ist wieder geflickt. Eine Banane habe ich noch. Ja, Robby, ne? Komm gut in die Hängematte, bis dann und schau dir den Rest dann morgen an. Pech, pech, nicht. Pech, pech, nicht. Nee. Oh. Gibt es eine Kollision mit? Schieß mich jetzt hoch. Tatsächlich. Kollisionslos. Gebettos, ich bin hier. Hier hinten bin ich. Obwohl der Vulkan mich nicht kriegt. Das war knapp. Ich geh wieder zurück in die Höhle, das ist sicher. Auf der Insel. Versteck dich einfach in der Höhle. Ja, oh. Genau. Die kriegt er uns nicht. Weiß ich nicht, ich hab hier auch schon mal. Warte. So was hier. Darf ich super heiß mit Achselschweiße? Ja, das stimmt. Vulkanende. Nee, doch nicht. Ey, ein paar Mal spuckelt der noch oben. Macht ganz schön Radau hier, der Vulkan. Bleib dich doof stehen, komm her, dann können wir hier wenigstens kämpfen. Ja. Bin ich schon so weit vor? Boah ey, 5 Schuss, der geht immer noch nicht kaputt. Ja, da müsste ja gleich wieder zu Ende sein hier, der Vulkane. Pong! Oh, jetzt kommt Lava. Lavalo. Ah, der spuckt noch.
David. Hallo, wir sind hier. Daneben, so oder was ist mit der Welt? Und da kommt dieser Bett. Ennerbett. Ich geh drauf. Ich darf den drauf. Nee. Hey, Skeletti, wir sind hier. Na, hat denn nicht irgendwie noch ein Fass rumliegen oder so? Die sieht's gut aus. Meinst du das da? Was da gerade was explodiert ist? Nee, das nicht. Das ist so ungesund. Oh, ja. Oh, oh. Jo, so kann das auch gehört, dann okay. Attacke! Komm her, Captain Flitzepiepe! Und der nächste, Eier! Ja, Scheiße! Hebel das mal hier, das war oh, das kommt denen aber nicht gut, das heißt was da. Das ist schneller kaputt jetzt. Oh! Oh, ach, Scheiße, jetzt bin ich tot. Ich bin tot. Scheiße. La Fera. So. Ich glaube, wir haben alle Captains erledigt, ne? Ja. Nee. Wir müssen jetzt liegen hier 4 Schädel. Ja. Weiß. Ah, letztes Kapitel. Ja, eine Fähre zeigt er mir das nicht an. Doch, jetzt kommt's. Letztes Kapitel. Warte, jetzt erst? Jetzt muss er erstmal da hingeschickt werden auf die Fähre. Ach so, jetzt wo du jetzt saß. Toll. Du rum, David. Ja, hey, ich weiß. David. Warte, ich hol dich. Nee, kommt hier oben nicht an. Nee. Ja, ich werde erstmal die ganzen Schädel hier hinschleppen. Und dann von oben runter schubsen und dann halt von der... Hey, andersrum, Robi. Ja, bin dabei. Cäsar. Aber dann kann man ja gleich unten lang gehen, wa? Ja. Also. Ura. Bin mal weg. Oh, ja, toll. Bin mal weg, gucke den Stream morgen. Ja, Nika. Denn die auch. Komm gut in die Hängematte und viel Spaß in der Schule. Anna, hier. Schule und Spaß sind zwei verschiedene Wörter. Es sind Gegenteile, Gegensätze. Ja, manche haben Spaß. Aber wir sind ja auch gleich fertig, ne? Jetzt kommt das letzte Kapitel. Da stochern wir noch kurz ein bisschen im Sand und dann sind wir ja auch durch. Ja, aber das macht keinen Spaß, aufzuhören. Ja. Hast du den Schädel da verloren oder da hingelegt? Nee, verloren war ich. Ja, ich habe ihn genommen. Vom Geysir weggepustet wurde. Aber eigentlich, weißt du, die Schädel sind mir so schon ein Puppe eigentlich. Leck mich doch mal, ich hab da zu viel Leckerchen. Brauchen wir die Schädel eigentlich? Keine Ahnung.
So, wo müssen wir jetzt hin? Keine Ahnung. Keine Schädel mehr da? Wenn 4 Stück an Bord sind, dann nicht. Da habe ich 2 geholt. Ah, ich habe noch einen. Hier ist noch einer. Ich hole den noch. Okay, jetzt haben wir alle 4. Nein, ist nicht. Da geht man so über den blöden Berg und hier vorne kann man einfach nur rüber gehen. Am Rand entlang. Boah, verkackeiern. Jetzt müssen wir wieder komplett nach Norden hoch. Da sind wir ja nochmal gute 5 bis 6 Minuten Fahrt. Nord. Nehmt doch mal einer die Harpune und holt den Schädel rüber hier. Ja. Nordöstlich. Mich nicht, ich bin ja schon da, hinten ist noch einer. Ach, da. Aber der ist, glaube ich, zu weit weg. Ja, dann hole ich den noch eben. Nee, doch nicht. Okay. Nur man hat ihn halt auch nicht blitzen sehen. Okay. Das war ja so. Das könnte ein Stein sein, könnte auch ein Schädel sein. Ja. Na, na, komm. Anker. Ja, und dann düsen wir jetzt wieder nach Norden hoch. Wo ist denn unser Jason schon wieder? Ich war gerade auf der Fähre. Bin gerade wiedergekommen. Was, ja, hast, Skelett. Was hast du als auf der Fähre zu suchen? Ich wurde gerade oben von Skelett getötet. Warum hat dich da der Skelett getötet? Jetzt bist du ein Skelett. Selber schuld. Ja, jetzt bin ich nicht. Eins? Ja, du bist gerade ein Skelett. Bei mir nicht. Nur habe ich das Glück. Bei mir ist er immer noch der junge, hässliche, dumme Mensch. Ja klar, geht da hinten der Vulkan wieder steil. Mein Gott. Nee, der hört gerade auf. Nee, da wo wir jetzt gleich dran vorbeifahren, so mit Backbordseite und so. Ach du Scheiße, das sind ja... Wie viele Quadranten sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ach du Scheiße. Aber wir haben zum Glück Rückenwind, also wir können richtig Gas geben. Druck in die Segel machen. Ja. Ich mach Hauptsegel. Oh, aua. Ich bin gerade genau... Aua. Ja. Voll Power. Voll Power, dann fahren wir genauer. Okay, dann bin ich mal ganz kurz im Hintergrund. Jo. Hm. Ach du, Vulcano, hau ab. Und nix gut doch. Hinter der Kulissen gucken, hier was der Depp dafür macht.
in der LAN geben. Zack. Da liegt alle wie schneller, weißt du? Jetzt gleich nach Norden fahren. Das ist ein Quatsch, ne? So, wieder da. David? Ja? Darf man denn auf der Gamescom denn auch filmen und fotografieren? Ja. Egal wo und so? Ja, die werden es ja dann schon sagen, wenn man da nicht darf, ne? Ja, weil ich nehme dann die Kamera und meine Videokamera mit. Ja. Können wir das schön mal für uns mal so ein paar Fotos machen. Ja. Das will ich ja festhalten. Nur was mir gerade hier aufgefallen ist, wenn da nach vorne Musik spielt und der nach ganz hinten geht, kann ein anderes Lied anstimmen. Ja? Ja. Das spielt nämlich ein ganz anderes Lied. Warte mal. Ja, noch ein drittes dazu. Ja. Nee, bei mir nicht. Ich, Dana hat die Musik, wie ich die habe. Was? Ja doch, jetzt spielen wir nicht synchron. Hör mal aus. Master Martin ist wieder am Streamen. Am Elkerwatschen. Also haben sie ja hier auch irgendwas geändert, was dann auf einmal nicht mehr passt, weil eigentlich hast du ja immer auf dem gleichen Schiff hast du dasselbe gespielt. Nee, das war schon immer da. Das ja, 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 wenn man irgendwo weiter weggegangen ist, hast du andere Musik drauf gehabt. Zum Beispiel, wenn wir auf dem Schiff waren und da ging einer auf den Außenposten zur Taverne, hat er auch Musik angemacht und hat er die andere gehabt. Ja. Das ja auch sein, soll sein. Das noch Vulkangegend? Ne. Doch. Ah ja, ja, wer kommt jetzt noch? Er müsste jetzt eigentlich optisch sein. Der ist auch optisch. Ist nur die jetzt gerade aktiv. Ja, oh ja, genau da müssen wir hin. Also können wir mal ein bisschen Fahrt rausnehmen. Ja. Ne, ich will da hin, ich will noch die rote Flamme. Und schwimm dahin. Haben wir ein Ruderboot? Nee. Vordere und Mittelsegel hoch. Ja.
Und da erstmal auslaufen lassen? Ja, ja, dann ganz raus die Segel. Okay. Weißt du, welche Insel das ist? Das ist die neue Insel hier, die Ortinsel. Alter, Molten, der ist gerade direkt auf den Kopf geflogen, David. Molten Sand Fortress, gestorben. Ja, das ist eine neue. Tatsächlich. Was soll denn das für eine... Ist das mit Vor oder so? Ja, das ist ja... Bedford-Insel in Devil's Raw. Ach, ist das das blöde Vor, was so komisch ist, wo in der Mitte da die... die ja, die, das, ja, okay. Oh, der kommt aber gut angeflogen, ja. Mit der Maus machen, ne? Ey, komm, nicht mal alle mit jetzt. Itz. Warte mal, das muss ich mir mal selbst anschauen, wie das aussieht. So. So, jetzt mal gucken, so. Itz. Vulkan hat aufgehört, jetzt kann es weitergehen. Reicht doch! Nicht das vordere Problem, ist zu viel sonst. Reicht doch vor. Einmal Schwung haben. Es geht jetzt um die Schnelligkeit hier. Jo. Dass wir unter 3 Stunden bleiben. Ja, das dürfte schwer fallen. Ja, 2 Stunden 34. Wir düsen dann jetzt gleich nach Galleon's Grave rüber. 2 Stunden 34, tatsächlich. Oder nee, Quatsch, nicht Galleon's Grave, sondern Galleon's Außenposten. Und dann, ja, die Werb. Nee. Nein. Doch. Nee. Manchmal. Manchmal, aber nur manchmal. Mach ich Pipi in der Hose. Abprobis. Paar auf die Fläche verdient. Richtig, aber nur manchmal. Manchmal, aber nur manchmal. Oh, ein guter Hobby. Ist das was ja nice. Ah. Oh ja, Mensch, schon der zweite Green Robin. Hey, Anker? Ja, Anker. Anker. Noch ein Schritt. Und halt! Keine Bange, Captain, die paar Kratzer wollen wir wieder aus. Ja, wenn wir die mal ausbeulen gehen, die paar Kratzer. Ja, kratz mal die Beulen aus da. Kann ich haben? Schon mal auf jetzt. Tunkelt und rumpelt. Das ist ganz nicht der Birne, wa? Ich
Weil der will doch verarschen, er ist doch eben, der ist ausgebrochen hier. Oh, Dana hat mich nass gespritzt. Hört's aus. Oh, hinter uns ist ein Galeone, ist das ein Geisterschiff? Ja, ja, das ist ein Geister. Okay, das erste Ding haben wir auch. Funkelt und schunkelt und runkelt und bunkelt. Und man munkelt und der Schatz muss hier sein. Ja, der muss hier vorne sein. Hätte mich doch fast beinahe der Dings erwischt. Hui. Ob ich das schaff? Ich als Hafenmeister? Weiß nicht, ich pack das mal dahin. Ich bin da in den Geysir reingelaufen. Ich bin im Geysir drin gewesen. Gut, hab ich das Ding weggenommen, aber wäre weg gewesen. Okay. Echt, sind die Dinge denn weg? Die fliegen weg. Oh, danke. Das liegt aber noch ein Teil, Jason. Ja, auf dem Weg. Aber so weit komme ich wahrscheinlich nicht. So, du hast mich doch auch da erwischt. Ja, du warst im Wassermeer. Hab ich wieder mal zwischen zwei Stäben gebackelt. Obwohl ich gar nicht drin gebackt habe, weil ich rausgesprungen bin. Ja, ja, das sagen sie alle. Und den stecken sie drin. So. Jason, nimm mich. Nimm mich, Jason, nimm mich. Ja, ich will. Das ist geil. So, holt dann mal jetzt noch einer an Steuerbordseite den Rubin. Moment, schau mal, wir können ja auch nicht hexen. Ich hole jetzt erstmal den Schatz da hinten. Ja, den hole ich ja schon. Ach, bist du den hast, habe ich schon zweimal geschluckt. Ja. Nee. Ja, theoretisch hinten rein. Nimm mal den hier. Ja. War hier ganz nah dran. Ja, das war geil. Wir haben die Fahrt abgeschlossen. Abgeschlüsselt. Echt? Oh, eine Belobigung freigeschaltet. Ja. Ja. Was? Weiß ich, manchmal klappt es dann mit der scheiß Schätzesucherei und manchmal stehe ich da wie ein bisschen doof rum. Wie Pittiplatsch. So was von. Sag mal, was hast du denn da Schönes? Eine Schatulla. Darf ich mal sehen? Ja, dann geht doch mal. Gut, kannst auch ein Poliertuch nehmen und ein bisschen sauber machen. Zaubergefäß? Ist das nicht das Ding, womit sie zaubert so? Oh, Shabala, Hamuana, Hamali. Ich glaube, wir machen erstmal die Segel hoch, oder? Ja, und dann auf Richtung Galeons Außenposten, Nordwest. Ja. Segel hoch und Anker raus. Anker raus? Rein. Rein raus. Oh, Hauptsegel hoch. So. Dann einmal mit der Backbordkanone Harpune unterstützen, dass wir hier rumkommen. Genau, zack. Platsch. Okay, Segel. Setz die Segel in den Wind, dann reißen wir ganz. Die Segel in den Wind. La 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 la. Dann reisen wir. Ganz weit weg. La la la. Ja, eigentlich passen, oder? Ja. Wir sind nach Steuerbord, die Segel, und dann
spielen wir wieder. Wo wollen wir denn hin? Gallions Grove? Ja, ja. Oder mal noch. Raus aus Devil's Regal. Ja, endlich wieder Sonnenschein. Hellblaues Meer genießen. Naja, da ist immer noch dunkel. Und Franzosen gießen. Mit Franzosen gießen? Ja. Das kannst du genießen und Franzosen genießen. Ja. Abschlachten, ermorden, töten. Oh. Und dann verkaufen wir das Schiff als neuwertig. Ja. Keine Macken, nix, wunderbar. Bruder wurde auch gerade erst überholt. Ja, auch der Mast hier, der Mast sieht auch gut aus. Unfallfrei. Ja. So, mal ein bisschen den Mast reparieren. Super sauber. Leichte Abnutzungsschäden. Ja, also ganz leichte. Oh, Anker. Oh, Anker. Den hole ich mir. Was ist der für Leiden, oder? Der für Brüche. Hallo, wenn ein grüner Rubin mich angrinst, den nehmen wir doch mit. Na, ist denn da auch irgendwo ein Fässchen, was rot aussieht? Scheiße. Also der Blaurubin war mir egal, aber 2000 kann ich nicht verschenken. Ich hab nur so wenig Kohle. Arme Socke, ey. Deine Armut, die kotzt mich so an, weißt du das? Sag, wenn du da bist. Jo. Warte, Dana. Und kann losgehen. Okay. So, das blendet ja richtig hier, du. Drei Grüne haben wir jetzt schon, ne? Drei Grüne, ein Blauer. Das wird ja wieder eine Festschmaus. Ach, Jupiter, was machst du denn da schon wieder? Ja, ich habe kein rotes Licht gefunden. Deswegen nehme ich als Backbordlicht diese roten Vulkandinger. Dollwood habe ich, aber kein Backbord. Mehr nach Westen. Oh. Ja, nicht zu sehr. Nee, so West. Ja. West. Nordwest. Ja. Gehen wir noch voll im Wind. Noch ein bisschen mehr die Säge nach Steuerbord. Dann haben wir wieder mehr Bums. Schöne Musik, die du da spielst, Bobby. Aber meine ist besser. Ey! wie der Bruder aussieht. Weil ich wollte eigentlich nur kurz den Kurs wieder anpassen, ja, und weiterspielen. Ja. Hey! Thank you.
Oh, das ist überhaupt nicht so ein Lied, was man so spielen kann, so. Nee. Immer nur ein bisschen. So abgehakt, ne? Ja. Kurios. Es wird dunkel. Hey, was ist das für ein Lied? Ich weiß es nicht, das hört sich mega an. Das ist das Megalodon-Lied. Ach so, guck mal, das hier ist es. Robi. Hinter uns ist Schaluppe. Ja. Das hier. Wo ist er denn? Hier. Wie kommen wir denn auf das Megalodon-Lied? Warte jetzt. Wo bist du? Hier, hinter dir. Da ist er schon, der Außenposten. Ja, ja. Also Vor- und Hauptregel können weg. Ja. Oh, na denn. Ist doch weg. Ist doch weg, eben. Ach, ist das aufregend. Wieder hier einen vernünftigen Anleger fahren. Warte mal, der in der Mitte ist noch nicht ganz weg. Ich hatte vor kurzem gerade einen richtigen. Meiligen. Nee. Saftigen. Komm. Ach, der Segel. Gobi, wo bist du? Ja, ich habe erstmal diesen Segel reingeholt. Ja, passt ja. Jetzt kommen wir geschmeidig ran. So, und Anker. Genau. Akkurat. Wunderbar, also ganz ehrlich. Wo kommt die Schatulle hin? Zum Goldheimer. Ja, Frau. Oder nicht? Ey, hier wird diese Troller da. Nitra Trollala, kriegt die. Was? Der Grüne bringt nur 1,5? Schweinerei. Also einen Müll hebe ich auf. Leute. Was? Kann die Droh zwar auf und zu machen. Achso, jetzt. 4000 noch was? Boah, 5000, was ist das denn? Habe ich gerade alles verkauft. Meine beiden Schiffe und das Fernrohr. Achso, die beiden Holzschiffis da. Genau. Und die haben auch ganz schön was gebracht, ne? Ja. Wahnsinn. Aber was glänzt denn hier so auf dem Steg, sag mal? Jo. Beinahe daneben gefallen. Und wie leicht man jetzt Geld macht, ne? Guck mal, früher. Belobigung, Relikte zurückerobert. Ja, noch was. Millionen 300.000. Hm, Schnäppchen. Einfach zu wenig Kohle. Geht so nicht. Einfach zu wenig.
War 1500 für den gelben, grünen? Ja, sag ich ja. Haben wir dann nicht immer da 2000 für gekriegt? Das war nämlich auch eigentlich mein Gedanke. Also blau? Nee, der rote war 2000. Achso, ja. Ja, aber was bringt denn der blaue? 500? 1000. Nein, der blaue 1000. Achso. Ja, okay, dann ja. Mach mal meine Truhe auf. Überraschung! Und tschack. So, dann haben wir jetzt ja eigentlich alles abgegeben, oder? Mhm. Irgendwie sind gut und knapp bei 2 Stunden. Passt doch. Bei 3. 3 Stunden meine ich. 2 Stunden 3. So. Machen wir hier mal das Übliche. Nehmen die Schnapp und weg damit. Robi bringt jetzt, ja, glaube ich, schnell ins Bett, wa? Warte, ich bringe eben noch die Kanonenkugeln weg. Was war auf einmal so ruhig, den Fernseher zu hören? Ja, meine Crew. Schiffe versenken und tschüss. Ah, da war doch eben schon das Lied. Ja, ja. Hey. Hey. Okay. Doch hier ist es. Ja, ihr Lieben. Haben wir doch wieder mal 2 Aufträge mit Bravour bestanden. Wie gesagt, es werden jetzt vorläufig noch keine Live-Stream losgelassen hier in Bezug auf Sea of Thieves, weil, wie gesagt, Vorbereitungen gemacht werden für Samstag. Die Ossi-Freunde hier kommen zu mir. Es wird ein schönes Wochenende. Bis dahin würde ich mal sagen, wünsche euch alles Gute, schönes Wochenende und wir hören und stören uns. So, Dana Jason noch? Ich wünsche auch. Toll Spaß gemacht und ja, ich trommel gerne und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche auch allen einen wunderschönen Abend und dann kommen wir hoffentlich gut an in Köln und dann sehen wir uns alle wieder. So. Einer von euch hat vergessen, das Schiff zu versenken. Ich hab's schon getan. Ich auch. So, dann von mir auch noch eine. Ja, das war erstmal der letzte Ausflug aus Rostock. Wir fahren dann ja Freitag jetzt zur Gamescom, zur Grobi hin, erstmal nach Köln. Und dann werden wir vielleicht nochmal einen kleinen Stream machen, da schauen wir mal, wie es denn so abläuft. Und auf jeden Fall sind wir da am 23. live auf der Gamescom und da sehen wir uns ja definitiv. Da werde ich auf jeden Fall streamen und dann wünsche ich euch eine schöne gute Nacht. Kommt gut in die Hängematte, euer David Rostock. Haut rein, ciao! Ciao, ciao! Ciao!